Wir sind live? Aber wo ist Max? Wieso kommt Max? Max ist in Köln. Ich habe uns extra Kuchen mitgenommen. Aber was mit dem Kuchen? Können wir eigentlich auch im Stream essen? Ja, gut. Ach so. Ja, what the fuck? Ah. Damn! Ha, Mensch! Hallo! Hallo! What the fuck? What the hell? What the hell? Mann, Alter. So, schade, dass die Stream Awards schon waren. Ich glaube, sonst wäre das schauspielerisch wahrscheinlich... On top of the game. Hätte uns ein Award auf jeden Fall zugestanden, glaube ich. Ich habe sogar TikTok gestartet. Ja, das war sehr authentisch. Das war krass, ne? Oder? Ihr habt beliebt, seid ehrlich, Chat? Ihr habt beliebt. So. Ich dachte, Joke. Ja, Max ist nicht da, nee. Freunde. Der ist jetzt in Köln. Der ist jetzt Kölner. Ja. GGs an die Jungs, ne? Die haben gestern es rasiert. Die haben es geschafft. Stimmt, ja. Ja. In Time. Hast du schon mal Elden Ring gespielt? Mm-mm. Ich auch nicht. Ich hab gehört, es soll richtig hart sein. Ja, es kommt bald ein neues Addon, glaube ich. Dann gucke ich mir das auch mal an. Dann erst? Ja, ich bin ein bisschen spät, aber ich bin immer so Spätzünder. Aber dann richtig, weißt du? Ja. Ich habe immer so Angst, wenn ich das spiele, dann zieht mich das. Dann mache ich nichts anderes in meinem Leben. Ja, ja, ich werde sehr süchtig. Hast du World of Warcraft gespielt früher? So hart? Ja, ja. Oh, aber das fühle ich. Das ja, ja, schon komplett. So, meine Freunde, wann spielt Spandau? Das ist die einzig relevante Frage heute. Wir sind ja schon live, deswegen, heute ist Early Bird. 18:40 haben wir unser erstes Match. Wir haben ein reichhaltiges Programm für euch vorbereitet, meine Freunde. Ich gucke in die falsche Kamera, ne? Da hinten, oder? Hallo? Ist das die richtige? Ich gucke in irgendeine. Da? Da, die in der Ecke. Da? Ah, da, 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 da. Ach, da, ja. Da ist auch eine? Guten Tag. Ja, hier unten sind überall Kameras Ach so. Versteckt. Ja, Fußcam haben wir auch noch installiert. Fußcams. Die gibt es aber erst bei 30.000 Abonnenten, wird die Fußcam freigeschaltet. Die wird dann erst freigeschaltet? Das ist quasi so ein Staubsaugerroboter, der so durch den Raum immer fährt. Das ist krass. Und dann filmt. Ist aber auch die Pflicht barfuß zu streamen, ja, ja. Wenn tatsächlich. Man hier reinkommt. Genau. Weird. Aber auch ein bisschen geil. Aber ey, schön, dass ihr am Start seid. Wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir mit euch gemeinsam machen können, bevor denn das Game startet. Ihr wisst, wenn Eintracht da ist, dann wird da auf jeden Fall wild was geplant sein. Der Presi ist zum Glück auch wieder mal vor Ort ja. am Start. Bisher ja immer noch 100% Winrate, wenn Presi in Köln ist. Dann deswegen haben wir dem auch direkt den ersten Flieger nach Köln gebucht. Ja. Nein, ist natürlich E-Zug. Per Fahrrad, per Lastenrad per Fahrrad. Ist er nach Köln. Er ist gelaufen. Ja. Er ist mit Fritz Meinecke gefahren auf dem Fahrrad. Auf Longboard. Auf Longboard. Das ist krass. Das aber ist krass. Longboard. Ja. Wie Julian Nagelsmann, der hat nämlich eins gehabt. Echt? Der kam mal so zum Bayern-Training. Das ist stark. Das ist krass. Das ist bodenständig auch. Aber das kann, also ich meine, Uli Hoeneß hat das nicht gefallen, wie man gesehen hat. Nee, der fährt kein Longboard. Der würde sich das nicht trauen. Der würde wahrscheinlich auch gesagt haben, wie kommt der jetzt hier mit Longboard an? Der lässt nur fahren. Ne? Der so lässt nämlich. Sich so anschieben immer. Ja. Gut. Alright. Ja, wir dachten uns, wir starten hier heute mal. Ja, achso, nee, wir haben noch den keine Kuchen Gabel. Gibt's erst zum Gewinnen. Ja, wir haben auch noch keine Gabel. Wir haben ja lecker Kuchen, hat uns Sabri mitgebracht. Ja, ein Mix. Aber ich dachte, Max ist da heute. For real, ich dachte wirklich, der ist da. Ich wusste nicht, dass der ein Kuchen ist. Ja, ist mehr Kuchen für uns, ist doch auch ja, gut. Das stimmt. Das so, stimmt. Meine Freunde, womit fangen wir an? Wir haben ein paar gute Nachrichten, wir haben aber auch ein paar schlechte Nachrichten für euch. Mhm. Welche Nachricht wollt ihr zuerst hören, Chat? Also, die gute Nachricht ist, dass wir heute gewinnen werden. Die kann ich ja schon mal droppen. Also hast du gefragt und dann hast du einfach... Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Nachrichten. Okay, wir haben mehrere gute. Schlechte zuerst, sehr gut. Das war jetzt schon mal die erste gute. Die schlechte Nachricht ist leider, wir haben ein paar kadertechnische Restriktionen, ja. Ein paar fehlende Spieler. Ja, ja. Richie ist nämlich leider krank. Den hat's erwischt. Oh, gute ja. Besserung an der Stelle. Ja, gute Besserung an Richie. Einmal F in den Chat für Richie. Ja, Mann, ey, den bräuchten wir echt. Die schlechte hier kommentiert. Du Hund, den bannen wir kurz einmal weg, bitte. Mods, hallo. Färberbahn! So, ja, wir haben leider auch heute keinen Tim Kleefisch. Der ja, ist nämlich von seinem Verein ja, für die Border League zumindest für diesen Spieltag gesperrt worden, weil wir haben uns sagen lassen, ist noch Insiderwissen, bitte nicht liegen, Chat. Spreaden. Ja, bitte nicht spreaden, aber Real Madrid, Manchester United, die haben angefragt und da muss man natürlich fit bleiben. Gesundheitscheck, ich glaube, der ist jetzt auch gerade schon im Flieger nach Barcelona. Einfach real Dings und dann fliegt er nach Barcelona. Also ja, das ist um ein bisschen Druck zu machen, weißt du, damit es so aussieht, dass er Barcelona auch angefragt hat. Genau, die beiden sind heute nicht dabei. Dafür haben wir wieder als Wildcard Marco Cirillo, Cirillo? Ja. Cirillo dabei? Cirillo, ja. Der hat auch ja. schon mal gespielt für uns. Der hat ein paar Mal schon erst als Wildcard für uns gespielt. Ja, genau. Also wir sind natürlich trotzdem gut aufgestellt. Klar. Und Presi ist da, das ist ja der 9., der 10., der 11. Mann. Der 12. Mann. Der 12. Aber bei unserem 12? Fall der 10. Ja, der 10. Stimmt. Wir haben heute nur 9er Kader, aber dafür 9 Legenden. Ist aber auch manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Dann ist jetzt der harte Kern, der hat sich jetzt gezeigt. Einige Namen sehen wir weekly bei uns. Letzte Woche war ein bisschen ärgerlich, aber
Ja. Gönnergy, die sich hier den 18 Uhr Spot auf safe gesichert haben, müssen wir auf jeden Fall scheppern. Ja, ist aber auch verständlich, weil man sagt ja immer so, 6 Stunden vorm Schlafen gehen soll man kein Energy mehr trinken und 18 Uhr kannst du halt noch einzwischen. Weißt du? Das ist krass. Deswegen passt das. Das ist schon wieder der nächste Marketing-Trick. Ja, richtig. Hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Ding ist, du hast ja schon angesprochen, letzte Woche lief leider nicht so gut, da haben wir unsere erste Niederlage eingefahren. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt mit jedem Spieltag habe ich das Gefühl, es ist unmöglich vorherzusehen, wie es am Tag jetzt laufen wird. Ich habe das Gefühl, alle Teams sind übel nah beieinander. Mhm. Wir werden auch, wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch, gleich nochmal in so einen kleinen Tierlist-Stream springen. Da werden wir ein paar Sachen nochmal ranken, um zu sehen, wie denn tatsächlich in den relevantesten Rubriken, zum Beispiel Logo, ne, ist ja das Wichtigste beim Fußball eigentlich, spielerisch. Juckt, aber Logos sind essentiell. Können wir auf jeden Fall nochmal schauen, wie da die Teams abschneiden. Ansonsten werden wir uns auch die Spiele aus der letzten Woche nochmal angucken. Gönnergy müssen wir nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ja. Die haben ja auch einen bescheidenen Start auf jeden Fall hingelegt. Oh ja. Aber jetzt mittlerweile ist die Liga auf jeden Fall deutlich enger. Ja. Wenn man sich das anschaut, sind wir, glaube ich, wenn wir 3 Punkte einfahren und jetzt der Rest so bleibt, dann wären wir auf Platz 1, aber wir sind noch 3 Punkte vom letzten Platz entfernt. Also 3 Punkte nur? Ja. Das ist ja nix. Ich glaube, der letzte Platz hat 5 Punkte und wir haben 8 und der erste hat 10, glaube ich. Also es ist super eng, wir sehen engen, competitive Fußball. Aber ist geil. Definitiv. Und hoffentlich geht das Ganze auch genau so weiter. Wir können ja auch gleich mal nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen und auf den Spielplan generell, aber es ist geil, dass wir auch mal diesmal zum ersten, es ist das zweite Spiel, was wir direkt früh haben, ne? Letztes Mal war ja auch ja, gemacht. Stimmt, letztes Mal war auch 18 Uhr direkt. Müssen wir, da bis jetzt eine Niederlage, müssen wir direkt ausgleichen. Aber wir haben noch 100% Winrate, glaube ich, ne? Wir haben 100% Winrate. Wobei, wir haben einen Unentschieden, glaube ich, gecast. Aber wir haben noch 0% Lose Rate, so rum. Lose Rate, ja, definitiv. Wir haben noch kein Spiel zusammen verloren. Wir hatten, das Unentschieden war von, gegen wen war das? Nochmal. Hollywood? Nee, gegen Harzack war das. Harzack haben wir gegen Harzack haben wir 1-1 gespielt, glaube ich. Oder 0-0 war es 0-0 sogar? Da war 0-0 oder 1-1. Ja, so, es war auf jeden Fall ein Low-Scoring-Game. Ja. Definitiv. 0-0, schreibt der Chat. Okay. So, wie ist denn hier die Lage? Können wir schon an den PC vorrücken? Oder wir haben ja hier noch eine ganze Technik-Kolonne, die uns hier vorbereitet? Oder wird hier noch gehasselt? Oder können wir... Wir würden gerne einmal die Szenen durchgehen. Ja. Ja. Checken, ob wir den Teamfeed überall... Ja, da gehen wir einmal die Szenen durch. Ich würde sagen... Dann kommen wir auch schon mal ran hier, wa? So. Letzte Woche haben wir verloren gegen Kalche. Ja, danke, Freddy, dass du das auch nochmal angesprochen hast. War natürlich wichtig, das wussten wir tatsächlich gar nicht. So. Nein, wir haben nicht gegen Kalche verloren. Nee, stimmt, wir haben gegen Kalche. Wir haben gegen diese Käfig. Stimmt, was? Käfig? Nee, wie ist Freddy, was erzählst du eigentlich? Gegen Beton haben wir verloren, Beton. Ja. Auch noch das Derby. Genau. Das tut ja noch mehr weh. Alles gut. Passt? Passt. Wunderbar. Wir sind clean. Dann? Schönen Feierabend, wa? Much, nee, du musst nach rechts, wir müssen die Tradition beibehalten, stimmt, das geht nicht. Stimmt. So, meine Freunde, Derby war sehr schmerzhaft. Ja, aber man muss auch Niederlagen einkassieren, um wir müssen davon wachsen. Und richtig. Ich finde, es ist Zeit, dass wir die Eintracht noch ein bisschen von unserem hohen Ross runterkommen. Ja. Weil jetzt ist nämlich alles sehr ausgeglichen und wir müssten wieder beweisen, dass wir die Eins sind. Richtig, dass wir nicht nur die Eins, sondern auch die Eins sind. Genau. So. Wie gesagt, wir haben geilen Content vorbereitet für euch. Ich würde sagen, wir starten. Ich habe wieder geguckt. Ja, du hast mich vorgewarnt. Ja. Sehr gut. Ich habe vorher gesagt, checken wir das nochmal. Das wollen wir nicht. Check. Hohenstein ist zu. So, Guys, guck mal, ist das hier die richtige Maus? Natürlich nicht. Wir müssen die andere Maus nehmen. Also, wir haben hier so eine. Einfach mehrere Mäuse. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Habt ihr jetzt die Tierliste zugemacht oder was ist das hier? Nee. Nee. Da. So. Aha. Geil, der hat sich wirklich so komplett gemacht, ne? Na, natürlich, wir haben ja hier keine Kosten und Mühen gescheut. Ich glaube, das ist der richtige Knopf. Zack. So, guck mal. Amen. Wir haben jetzt hier uns eine Tierliste vorbereitet. Wir werden einmal ranken die Logos, einmal ranken die Trikots. Die Frage ist, machen wir Logos und Namen zusammen oder machen wir das separat? Weil irgendwo ist der Name ja schon Teil von der Logo-Identität, wa? Logo und Name. Achso, wir machen Name und Logo und Trikot. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, das ist halt die Frage. Machen wir nur Logo oder machen wir Logo plus Logo? Nur Logo? Nur Logo okay. Und nur Trikot. Okay, dann machen wir jetzt als erstes mal Tierliste Logo. Und dann brauchen wir auch euren Input. Ich meine, als erstes sind auf jeden Fall die Kategorien, die sind natürlich nicht, also das ist ja nicht zeitgemäß. Komplett gestört geil, würde ich sagen. Ja. Ist die erste Kategorie. Ja, und ich nehme da jetzt einfach mal schon ein bisschen was vorweg. Ja, das und, ist schon komplett gestört geil. Hier, das ist jetzt hier rein, das müssen wir uns natürlich überlegen. Haben wir noch ein anderes komplett gestört geiles Logo parat?
Wir müssen erstmal auf uns wirken lassen. Wir können ja nochmal ganz kurz ansonsten, warte mal. Ach nee, scheiß drauf. Ich habe überlegt, ob wir nochmal auf die Seite gehen. Die sind natürlich ein bisschen kleiner hier. Was nehmen wir denn ansonsten als? Wir können ja schon mal die Kategorien ein bisschen ausschmücken hier. Was ist ein A? A ist. Kommt stark. Kommt stark. Ja, dann haben wir B. Die Tierliste ist fertig, so, ja. Ne? Kann man eigentlich so lassen, würde ich sagen. D ist geht stark, bleibt solide mit. Mit ist mit. Mit ist mit? Mit ist mit. Mit ja. ist gut. D juckt. Schon oder L. So, und was haben wir jetzt hier noch? Juckt mit oder. Boah, weiß ich nicht. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist gut. Ja. Ich glaube, das ist so. Komplett gestört geil. Wir müssen natürlich aber auch objektiv. Objektiv, ja. Das ist hier eine seriöse Tierlist-Analyse. Beton Berlin. Wir haben verloren gegen die. Juckt. Wir haben verloren gegen die. Es juckt. Also. Ist jetzt auch nicht so kreativ. Jetzt, was soll das sein? Ein Löwe, Hochhäuser, also. Naja, wobei, ist ja hier, wo kommt der her? Neukölln? Nee. Doch. Ich glaube, aus der Platte. Felix, er kommt aus der Platte. Also es hat zumindest ein bisschen. Es hat was. Kommt Kontra K auch aus der Platte? Von wo kommt Kontra K? Weiß ich nicht. Kontra K Berliner? Aber objektiv gesehen, wir haben ja gegen die verloren. Rein objektiv ist es halt kein gutes Logo. So. Deswegen nachdem wir gegen die verloren danach, haben. Danach können wir nicht gehen. Nee, na gut. Nein, ja, ist auch wieder richtig. Wir müssen schon ein bisschen. Ich finde das gar nicht so bad, muss ich sagen. Dann was, also, Aber ist Geschmäcker. Halt ja, so. Aber ist schon ist, mit. Ich würde auch sagen mit. Es ist ein bisschen zu so, weiß ich nicht, so ein bisschen, hat so ein bisschen viel auf einmal. So, weißt du, du hast so drei komplett andere Dinger so. Ja. Die Krone, weiß ich nicht. Ja, Krone. Ist so wahrscheinlich woher? Rolex, aber. Woher? Ja. Mit. Wir machen erstmal so, wir können ja danach noch anpassen. So, dann haben wir Calcio. Calcio finde ich geil. Ich finde, das kann was. Das kann was. Das hat so ein bisschen auch so Traditionsvibe, so, ja. Ne? So richtig oldschool. Ja, das gefällt mir. Ja. Das kommt stark. Das kommt stark, würde ich auch sagen. Kommt schon stark. Ja, auf jeden Fall. Gönnergy. So. Das ist wie so. Gönnergy ist wie so Red Bull im Logo, weißt du, RB Leipzig oder so. Ja. Da geht es nur um die Marke. Weißt du, da geht es nur um kommerzielle. Du siehst auf den ersten Blick, es geht ums Geld. Wo kommt der Stern eigentlich her? Ist bei Gönnergy im Logo ein Stern selber? Muss sein, oder? Ja. Es kommt ein bisschen Rockstar-Vibes, ne? Ja, das stimmt. Ja. Zeig die mal in groß, bitte. Ja, okay. Wir können ja mal gucken, ob auf der Seite. Warte mal. Wenn wir die anklicken. Haben wir hier die Baller League? Hier sind die Trikots, aber haben wir hier die Logos in groß irgendwo? Achso, das ist der Shop. Warte mal. So. Ja, hier oben haben wir die nochmal in groß, da könnt ihr sie nochmal angucken. Hier, so, du kommst auf Baller League, das erste, was du siehst, ist so ein Döner, der geschnippelt wird. So. Ja, wo sind die Logos in groß? Weiß ich nicht. Warte, ich hab's auf Discord. Guck mal. Machen wir mal unauffällig. League wieder die Hälfte. Nein. So. Also Gönnergy haben wir hier. Das ist ja wirklich mega groß. Was, wenn du einen Browser öffnest? Was kommt dann? Viel besser. Kannst du dich reinzoomen jetzt so? Ja. Also. Das ist extrem hochauflösend. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe da jetzt keinen. Also ist okay, ne? Ist okay. Ist schon okay so. Also ist schon. Ist schon, boah, weiß nicht. Ist schon. Weiß jetzt ja. nicht. Ja. Oder? Ja, machen wir erstmal hier. Muss boah, mal, weiß ich ja, nicht. Weiß ich nicht. Stimmt. Der Stern ist wegen Allstars. Ja? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Gut. Gut. Golden 11. Golden 11. Warte mal, können wir hier ein bisschen zoomen vielleicht? Dass das ein bisschen größer ist? Ja, guck mal. Guck mal, einer. Hier sehen die auch gefühlt qualitativ stabiler aus. Ja, naja, obwohl es das gleiche Bild ist, aber. So, Golden 11. Boah. Kommt ja. stark. So, Golden so. 11 finde ich eigentlich ganz geil. Aber hat muss schon ich sagen. So Teufelszeichen. Teufelszeichen? Kennst du dich immer, wenn du so bei YouTube immer diese Leute, die immer so Sachen analysieren und dann sind die so, das sind die Illuminaten. Als ob du sowas nicht kennst. Ja, ich hab noch nie gehört, ne? Schachbrettmuster, sag mir das. Ja.
Es ist halt, es ist not bad so. Ich finde dieses Wappen geil. Aber an sich ist irgendwie ein bisschen. Auch, wie viel ist doch, heißt nicht 11? Naja, die heißen ja Golden 11. Golden 11, aber ja. wie viel Spieler hat dein Team? Nicht 11. Nicht 11. Ja. Bisschen gemisst. So. Sieht aus wie ein Vereinslogo bei FIFA. Ja, da ist was dran. So, aber diese selbstgemachten Logos. Ja. Auf schnell. Aber wirkt halt auch authentisch ein bisschen deswegen. Ja. Wo siehst du das Ding? Also ich sag ehrlich, guck mal, Spandau-Logo kommt wirklich komplett clean. So richtig ja, was gedacht dabei. Zack, zack. Und hier ist doch auch noch ES, ne? Ja, und das ist ja auch der Julius-Turm, den wir hier haben. Ja, das ist schon da crazy. Ist noch die Havel dabei. ES, also das ist halt gestört geil. Also das ist wirklich alles. For real jetzt mal, ja. No disrespect, das Logo ist echt stark. Ja. Und die bisschen sehen zum Teil so ein bisschen so, als ob die schnell bei Paint gemacht haben. Also ich weiß nicht, bei mir ist das auch so, boah, weiß ich nicht. Ne? Ja, lass erstmal bei boah, weiß ich nicht reinmachen. Hardstack Royal. Zeig mal nochmal. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin, ne? Da haben wir, was ist das? Hat auch was mit Hamburg zu tun, bestimmt, oder? Bestimmt, ja. Ich glaube, das ist Hamburg. Das ist Hamburg, Hardstack. Das ist halt die Frage. Der Name ist ja jetzt Teil des Logos. Ja. Und den Namen finde ich jetzt persönlich geil. Der Name ist cool. Weil Hardstack ist halt, weil Trimax Hardstack in jedem Spiel ist, was er spielt. Und ja. Royal, weil er halt von Clash Royale kommt. Ja. Hat schon was. Das hat was, ne? Aber das Logo finde ich jetzt so mit. Auch schwarz-weiß. Das hier zwischen irgendwo, ne? Zwischen kommt stark boah, und mit. Boah, nee, kommt nicht so stark, finde ich. Kommt nicht so stark? Nee, kommt nicht mit? So stark. Mit würde ich mitgehen, mit ja. Mit dem Namen ja, mit. Ja, ja. Mit Namen. Ja. Okay, bin ich bei dir. Okay, Hollywood United. Weiß nicht, Grafikdesigner hat man darauf gehauen. Ich kann nicht mal mehr reinzoomen. Das Logo ist ein bisschen klein. H-U. Hollywood United. Ein Stern drinne. Meinst du, die haben schon eine Meisterschaft oder warum der Stern? Ist auch so ein bisschen FIFA-Logo-mäßig, ne? Aber vielleicht also, war das ja auch das Prinzip. Das schon aber wirklich auf ganz schnell gemacht, so, ne? Ja. Aber manchmal ist weniger. Also finde ich jetzt, ist ja, finde ich so auf einem Level wie Golden 11, ehrlich gesagt. Ja? Das halt, sieht ja auch fast gleich aus. So okay, komm, boah, weiß ich nicht. Ja. Das sind Berlin Tigers? Das sind die Berlin Tigers, ja. Wer sind die? Käfigtiger, das ist richtig, ne? Ja, die Käfigtiger. Also der Käfig soll das erinnert mich so an dieses eine spanische oder argentinische Team. Nee, das ist der Datei-Browser. Tigris oder so? Das ist nicht, aber das ist nicht. Wo kann ich suchen? Das ist kein Chrome. Ich dachte, das wäre Chrome, warte. Okay. War das Tigris oder sowas? F11 muss drücken. F11? Ja, wirklich diese Windows. Das war nicht. Achso, doch. War das Tigris? Oh, das kommt aber gefährlich, das Logo, finde ich. Ja, aber das ist schon ein bisschen nah dran irgendwie. Das ist halt auch ein Tiger, ne? Ja. Wo war das hier? HSV-Logo auch Kult, aber eigentlich Rotz. Ja, aber das ist halt das Ding. Bei Fußballvereinen, finde ich, ist geil, wenn die scheiße aussehen. Wenn die so alt sind, weißt du, das finde ich geil. Ich finde, Fußballlogos müssen alt sein. Ja, ich finde das okay, auch mit. So, also, boah, weiß ich nicht, fast schon. Was sagst du zu dem? Findest du das geil? Ja, ist halt so ein Paperclip-Tiger da, so ein Artclip-Tiger, dann nochmal so ein kurzes Gitter rüber, auch wieder schwarz-weiß. Die sagen auch alle, juckt, Schmutz. Das ist schon, das da steht gar nicht. Aber ist das schlechter als alle anderen? Ist das schlechter als die drei? Da ist nicht mal, also da hier ja. Ist nicht mal Schrift drin. Ja, ja finde ich, ja du guckst, doch. Du musst so selber dir irgendwas gessen. Man könnte auch sagen, das ist ein juckt Bild. Mit Abstand. Ein Zoobild. Also der Chat sagt, komplett juckt, ja. Dann kratz doch mal. Gut, so. Rein da. Am Ende werde ich gesucht und gefunden von den ganzen ich Managern. Ich ziehe die ganze Zeit rein, weißt du? Ja. Wir auch ganz klassisch so, man kann die richtig ernst nehmen so. Ja. Komplett gestört, geil. Nein, wir sind ja auch ehrlich. Wir sind ja auch ehrlich ja. Und unparteiisch. Das ist ja auch so, Las Ligas Ladies. Muss ich sagen, holt mich irgendwo ein bisschen ab. Ist zwar auch super simpel. LLL. LLL. Was bedeuten diese Teile? Das sind, glaube ich, alles Ls. Das ist ein L? Das andere ist ein gespiegeltes L. Ein L, also wo? Na, du hast hier so ein L, was nach links geht, dann hast du ein L, was nach rechts geht. Las Ligas Ladies. Wo ist das dritte L? Ihr habt mein L vergessen. Aber hat so ein bisschen 3D-Vibes, weißt du? Das ist 2D, aber auch 3D. Ja, ja. Ich finde, da ist ein bisschen mehr Gedanken zumindest drin gewesen. Ja, nee, das kommt besser als so manch ein Ding. Ja.
Also ich bin bei mit. Ja, gehe ich mit. Ich bin bei mit. Ja, ja. Streets United. Also was wurde da jetzt gezaubert? Das sieht aus wie von Twitch gesponsert. Nee, das sieht aus wie diese früher, kennst du beim Kinderarzt, dieses Spielzeug, wo du so ein Ding durchschieben musstest. So sieht das aus. Und die waren krass. Die waren wirklich heftig. Die haben krass Zeit rausgeholt. Die sind krank geil gekommen. Man ist so da rein, Wartezimmer. Das war eine Zeitmaschine. Ja. Und dann aber mit diesem Teppich mit, ja, Mann. Mit Straßen. Dieser Straßenteppich, ja. Digga. Ja, also ich finde das nicht hässlich. Ja. Aber irgendwie kommt es nicht hier ran, finde ich trotzdem. Ja, ich finde es besser als die anderen mit Logos, aber es kommt nicht ganz an Kaichu ran, würde ich sagen, ja. Da ist irgendwie so mehr Textur drin und ja, so. Ja, ja, das hat auch einfach. Mit dem Ja und ja, so. Ja, das ist schon stark. Das ist so ein bisschen, da fehlt noch so, da ist so viel leerer Space so noch, ne? Mit, ne? Ja, machen wir mal auch mit. Aber machen wir ganz links, so, dass es halt auch gerankt ist innerhalb des. Okay, ja, genau. So oder so? Ja, machen wir Hasler ganz nach rechts. So. Ganz nach rechts Hasler. Würde ich sagen, oder? So? Boah, ich finde das irgendwie Beton irgendwie. Ja, gut, okay, gehe ich mit. Ja, so würde ich ja. Alright. Dann haben wir die Zimbos. Das ist halt schon sehr wild. Was, für mich erinnert sich das. Weißt du, woran mich das krass erinnert? An was für ein Logo so? Wenn du so bei so Fiverr dir ein Logo machen lässt. Aber so, irgendwie finde ich. Eine Krake drin, ich finde es irgendwie geil. Ich finde es kommt stark, ehrlich gesagt. Das hat was. Ja. Das mit der Krake finde ich schon geil. Warum? Weiß ich nicht. Warum die Krake? Ja, warum? Hat irgendjemand einen. Ist der Torwart vielleicht einfach krass? Oder ist Zimbos jugoslawisch für Krake? Das denke ich eher nicht. Nee? Das Z ist gut integriert, ja, das stimmt, ne? Aber irgendwie auch nicht so mit Sinn. Ja. Herner Krakens. Also hier gehen die Meinungen auseinander. Ein paar Leute schreiben, juckt, ein paar Leute schreiben, kommt stark. Farben kommen stark, ja, das finde ich schon geil. Also die Farben, das auch mit dem Roten geil. So, das ist schon. Die Farben sind schon geil. Ja. Das stimmt. Boah, ich finde das schon stark, ehrlich gesagt. Aber auch für mich jetzt, gehen wir mal hoch. Mhm. Ist auch nicht auf Calcio-Level. Nee, das ist es. Ja. Das kommt nicht an Calcio noch nicht ran. Ja. Finde ich aber auch. Würde ich schon auch bei mit reinpacken. Ja. Vorne bei mit, würde ich sagen. Aber irgendwie, mich holt es nicht zu krass ab. Ah, die Krake ist für achtarmig einen reinorgeln. Das ist aber cool wiederum. Hat aber auch. Hat sogar acht Arme. Acht das ist Arme. Krass, ja. Das gewinnt. Das achtarmig einen reinorgeln, das gewinnt. So. Jetzt haben wir noch die Potatoes. Das erinnert mich irgendwie an so eine. Boah, das ist irgendwie nicht so krass, ne? Bisschen wenig. Ist das auch deren normales Logo? Wie heißen die? Potatoes? Weiß ich gar nicht. Potatoes. Wieso haben die da ein P drin? Na, weil sie, was jetzt Pro sind. Aber Bro, Potatoes? Oh, mach aus jetzt hier, sonst geht mal Strike. Geh mal Strike. Oh, das ist auch ein gutes Standbild. Ne? Das ist eigentlich ein geiles Twitch-Emo, zeig doch mal. Heißen die jetzt hier Potatoes? Ne, der YouTube-Kanal heißt Potatoes. Ne, aber der Spoiler liegt hier. Ja, ja, die heißen Potatoes, deswegen heißt P. Okay. Boah. Aber da ist eigentlich noch was oben drüber, ne? Potatoes. Eigentlich steht da noch so nochmal so Potatoes. Ist halt eher so ein E-Sport-Logo, finde ich. Holt mich nicht so ab. Das ist so ein hippes, modernes, junges das Ding. Das kommt so, bei mir ne? Zwischen juckt und boah, weiß ich nicht. Panini. Ne? An irgendwas hat mich Toril aber erinnert. Aber war nicht so, ne? Einfach Panini. Jetzt, wo du sagst, ich seh auf jeden Fall die Ähnlichkeit, ja. Jetzt, wo du es sagst. Boah, das sieht aber krass lecker aus auch. Ne? Mies Bock bekommen gerade auf so ein Panini-Brot, Digga. Alright. Ja. Pacers, bisschen. Stimmt. Stimmt, sieht aus wie so ein America-Logo. Wie heißt dieses ja, eine? Gib ruhig einfach in den Browser. Du bist so selbstbewusst, ne? P, einfach P in den Browser eingeben, da passiert auch nichts. Passiert nichts. Stark. Passiert nichts. Ja, das ist stark. Wir sind hier alle noch you? Pur. Wir sind gut. Mega. Man muss auch mal checken, wie er drauf ist. Ja, ist wirklich gut. Ist Max, wirklich gut. Jetzt müssen wir noch X in der Apro. gut. Nee, haben wir, oder? Bist ja, aber wo machen wir P hin? Wir müssen noch Potatoes. Ja, schon eher Jungs. Ja, ich glaube auch. Ja, doch. Lass nochmal rauszoomen, dass wir alles auf einmal sehen können. Gar nicht parteiisch so? Nee, ist relativ objektiv, die Liste. Relativ?
Aber ich finde schon, also ich finde... Aber es passt so vom ja, Ding her. Also nach unserem Logo finde ich, ist Kaishu schon mit Abstand das Beste. Streets United sieht halt aus wie so Kaishus Logo auf Wish bisschen. Genau. Weil es auch irgendwie noch ein bisschen geiler einfach vom Grafiker gemacht wurde. Ja, das ist einfach so gut. So, Zimbo Farbe ist stark, ja. Bin ich bei euch. Golden Eleven kommt auch stark, ja. Also ich finde, guck mal, ich weiß nicht, ob wir Golden Eleven unter Hardstyle und so weiter machen können, allein weil sie ein bisschen Farbe mit drin haben, weißt du? Das finde ich, dieses Goldene, und weil sie auch Golden heißen, holt mich schon ein bisschen ab. Du bist aber leicht abzuholen dann mit Golden und Gold. Ja gut, aber ist ja auch, wenn du den Rest anguckst. Ja, ich, da hätte auf jeden Fall, also man sieht, wie gesagt, wer da wirklich Arbeit reingesteckt hat. So richtig viel. Ja. Und wer nicht so. Auch Leidenschaft und ja, Liebe. Herzblut. Tradition vor allem, ja. Tradition. Vor allem. Und Kommerz. Weißt du? Kommerz. Das schreit nach Kommerz. Ja. Ich bin zufrieden. Ja. Ich guck die Liste an und bin zufrieden. Würde ich sagen, gehen wir so mit. Was machen wir damit? Machen wir einmal Screenshot hier. Zack. Sieh mal. Wohin? So ein Feld. Ach so. Das ist das Ding. So? Für die Nachwelt. Ja, genau. Zack. Passt. Für die nächste Generation. Richtig. Alright, wie können wir die wieder löschen? Ich glaube, muss noch Handarbeit machen. Muss Handarbeit? Rausziehen. Boah, willst du das machen? Na klar. Für die Handarbeit bin ich da. Nicht so safe. Stark, guck mal, wie schnell er ist. Man sieht, wer LOL von uns beiden spielt. Muss man so einen Move machen? Ja, so wie Last ist so, wie Last ist so das? Und dann so irgendwas. So, platzieren. Guys, als nächstes kommen die Logos. Ich pack die schon mal hier rein, damit wir hier alle bei Jupp rein? Ja, erstmal. Okay. So. Komisch, dass nur manche nicht getragen sind, ne? So. Warte, nur eins. Machen wir da diesen schon auch wieder. Beim Trikot können wir doch ein bisschen objektiver sein. Ja. Können wir es auch sein. Aber es sieht gut aus. Es sieht schon fast am besten aus, definitiv. Ich muss sagen, ich finde es, für meinen Geschmack ist fast ein bisschen zu wild, aber halt nur fast. So. Aber die sind ja alle super wild, ne? Die sind ja alle wild. Aber ich welches findest du am... Ich habe weniger erwartet. Ja. Bevor ich, also... Man wusste ja, dass die alle ihr eigenes Trikot haben werden. Mhm. Und ich bin von Wacker ausgegangen, ehrlich gesagt. Ja. Als die Trikots dann rauskamen, haben mir schon die meisten vom Style her und so gefallen. Und vor allem auch, dass die so ein bisschen Variation auch hatten und nicht jeder strickt nur V-Ausschnitt oder bla. Zum Teil haben die Leute stimmt, die haben Kragen sogar, ja, true, die sind ja sogar verschieden aufgebaut. Genau. Ne? Das ist eigentlich ganz so geil. So wie die Bock hatten wahrscheinlich so ein bisschen, dass jeder seinen Touch reinbringen konnte. Man muss sagen, halt unser Spieler ist der hübscheste auf jeden Fall von allen. Mit Abstand, ja. Deswegen ist er auch, deswegen sind die Augen auch abgeschnitten, einfach damit es sich ausgleicht. Damit nicht so viel Konkurrenz ist, weil sein Blick tötet. So, der kann durch, richtig. Das ist jemand, der dich anguckt, der kann durch dich durchgucken. Ja. Er guckt durch das Bild da oben durch. Okay. Aber for real, ja, Las Ligas Ladies haben den Kopf gemacht bei Nigeria. Ja? Ja, definitiv. Also so, man erkennt so dieses iconic Trikot nicht von denen. Habe ich auch gesehen. Sind diese... Ja, ich, also ist auf jeden Fall inspiriert, sagen wir mal. Ne? Ja, inspiriert. Das inspiriert auf jeden Fall, ja. Ne, mit diesem Grau hier, ja. Also was gefällt mir am besten? Boah, jetzt so ganz objektiv betrachtet. Ganz objektiv. Ganz objektiv betrachtet. Puh. Ich finde, die haben fast alle was, ehrlich gesagt. Ja, die haben alle was. Ist also Trikots sind ja krass Geschmackssache, ne? Definitiv. Ich finde, also ich muss sagen, ich finde das Gönnergy-Ding auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Nee. Aber hat auch sowas von so einem, das würdest du jetzt auch von so Elfenbeinküste oder so erwarten, ne? Ja, stimmt. Das wird auch gefährlich stimmt. kommen. Ich finde auch das Blau-Weiß von Beton Berlin gar nicht so lustig. Die Farben kommen geil mit den Streifen, die auch so keinen Sinn ergeben, dass nicht so gerade Streifen ist. Ja. Irgendwie, die kommen alle ganz ja. viel. Das wird eine schwerere Liste auf jeden Fall. Schade, dass wir Kaizu Berlin nicht getragen sehen. Aber die kennen wir ja noch, als die gegen uns gespielt haben. Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, da kommt keiner in Juck. Die sind alle auf jeden Fall erstmal auf einem guten Level. Die sind alle auf einem ganz guten Level, finde ich auch. Ja. Das finde ich auch. Kaischer, nice, so schlicht als Kontrast zu einer. Ja, Kaischer, das ist das Einzige, was wirklich basic ist. Aber ist ja nicht schlecht unbedingt, ne? Nee. So ein bisschen oldschool, das ist ja auch mit dem Logo. Die gehen ja generell eher so diesen Classic. Die sind ein bisschen Flamengo-Style unterwegs. Finde ich aber geil, ehrlich gesagt. Ja, bei Flamengo, bisschen Palermo. Palermo-Style bisschen. Nee, finde ich gut. Also, dann komm, gehen wir, wonach gehen wir? Ja, fangen wir mal oben links an, oder? Oben links. Machen wir Kaischer zuerst.
Calcio. Ja. Bin ich bei. Kommt mit. Stark, oder? Kommt stark mit. Mit? Ja, okay, kommt stark. Ich finde, es kommt stark. Ich finde, es kommt stark. Stark. So. Unsers, finde ich, kommt auch schon stark. Ja. Ehrlich, ich meine es ernst. Ja. Also, mir gefällt das. So. Sag mal nochmal. Das Muster. Mhm. Also ich muss sagen, das Muster ist nicht 10 von 10 für mich, aber die Farbe ist geil. So. Das die Schwarz Farben mit dem Blau. Geil. Und dann ein bisschen Rot da drin. Auch. Ja. Das passt zur Eintracht auf jeden Fall. Ja. Da hat man sich Gedanken gemacht. Also ich würde sagen, kommt man, stark. Man auch. Könnte Richie auch eine Nummer größer geben. Also das ist schon... Aber bei Fußball der fühlt ist das normal, auf jeden Fall aus. Würde ich sagen, kommt stark, oder? Ja, kommt stark, kommt stark. Wo ist Max? Das ist eine sehr gute Frage. Max ist vor Ort. Richtig. Max ist in Köln. Hm. Okay, dann machen wir weiter mit Beton Berlin erstmal, oder? Ja. Also finde ich... Mit. Ja, finde ich, ist auch gut, aber da fehlt noch so ein bisschen, das ist ein bisschen zu PowerPoint-Präsentation so. Ja, ja, true. True. Ja, die Ärmel haben noch so ein bisschen was, ne? Oh. Ja, aber die Farben gefallen mir persönlich. Mhm. Dann, aber bei Mit gehe ich mit. Ja. Bei Mit gehe ich mit. Eins fehlt, welches fehlt denn? Jetzt kommen wir runter, haben wir noch irgendwo eins unten? Bei Beton hätte ich einfach grau draus gemacht. Ja, stimmt, wegen Beton grau, ne? Blau passt nicht so. Das gefällt mir jetzt nicht so. Scroll mal kurz runter, habe ich eins nicht mit. Ah ja, guck mal hier. Ah. Welches ist das? Das ist Tiger. Käfigtiger, ja. Tiger, Käfigtiger. Das gefällt mir nicht so. Ehrlich, das ist zu wild, ne? Das ist zu wild, ja. Zu viele Kontrastfarben. Mm. Pink, blau, rot. Ist wie so die Torwarttrikots früher, um den Gegner zu blenden. Ja, das ist für mich das hier. Boah, ja, weiß ich nicht. Ja. Also juckt gönn ich keinen. Nee, dafür sind die alle zu gut, finde ich auch. Finde ich auch in Ordnung. Heutiges Programm to be announced. Ja. Alright. Was haben wir hier sonst? Okay, ist 18.40 Uhr startet das Match für euch als Info. Wir machen jetzt die Tierliste noch fertig. Dann machen wir ein bisschen Pre-Match-Analysis. Schauen nochmal in das letzte Game von Gönnergy rein. Schauen nochmal in unser Game rein, worauf wir heute achten müssen, was wir machen müssen. Und dann sind wir eigentlich schon startklar. Genau, genau. Und nach dem Match... dürfen wir noch mal ein paar Interviews von Presi uns anschauen und dann übernimmt Max. Das heißt, ihr kommt Köln. Heute noch live aus Köln zugeschaltet. Genau, während wir hier dann von seinem Dark Souls Thron. Ach nee, Elden Ring ist es ja. Wird er dort dann auch spielen? Nee, er ist ja fertig jetzt. Ach so. Elden Ring ist ja durch. Ja, Elden Ring ist durch. Aber das haben die auch mit Papa Platte zusammen gemacht. Ja, der ist ja einmal so zack, zack, zack. Die haben das, haben die schnell gedribbelt auf der, ne? Die haben nicht alle, doch, aber man macht trotzdem alle Bosse? Boah, weiß ich gar nicht. Wie wird man Elden Lord? Auf ganz schnell erklärt. Das heißt doch Elden Lord dann, ne? Ich spiele League of Legends, keine Ahnung. Das heißt doch Elden Lord. Storybosse killen. Ah, okay. Ah. Okay, okay. Okay, okay. Cool. Die machen ihr Ding. Ja. Alright, okay. Bin ich auch eher bei Mid. Sieht nicht schlecht aus. Mhm. Ich finde, die Farben passen irgendwie, aber ich finde die Streifen so ein bisschen zu dünn. So. Das ist so, als ob die Farbe alle war, ein bisschen. Bisschen, ne? Kann man aber, ja, also hässlich finde ich es for real auch nicht. Nö. Hat auch was, aber machen. Mit, oder? Ja, ist mit. Besser als das hier schon. Ja, ja, ja. Okay. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, aber mir gefällt nicht, dass das hier so eckig ist. Mhm. Warum geht das hier so im rechten Winkel? Ich glaube, das ist, weil die Naht da ist, glaube ich einfach. Aber eigentlich müsste doch hier so schön rund sein. Ja. Sieht doch komisch aus hier. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist so... Extra auf den? Textiltechnisch einfach schwer. Ja, ist auch ein Mit, würde ich sagen, oder? Aber so ein gutes Mit. Hier ranken wir auch nochmal, ne? Da finde ich irgendwie das schon noch ein Zacken geiler als das gerade. Was wird bewertet? Trikots? Nee, Schuhsohlen bewerten wir gerade tatsächlich. Wir bewerten die Schuhsohleninseiten nach Bequemlichkeitsgrad und Flexibilität. Flexibilität. Ja. Stark, wie wir spontan einfach da reingehen und uns verbessern gegenseitig. Ja. Ich bin bei zwischen kommt stark und mit. Ja, komm, dann mach kommt stark. Kommt stark, ja, sagst du? Ja, aber... Kommt wirklich so stark? Nee, so stark kommt es auch wieder nicht. Nee, kommt nicht stark genug für stark. So, ne? Mhm. Kommt hier drunter so, ne? Kommt so halb stark. Was sagt ihr? Sind wir dabei? Das ist echt räudig schwarz-weiß. Muss mehr über die Schultern gehen. Ne? Ja. Kommt stark? Na, boah, weiß ich nicht. Alle schreiben irgendwas. Nee, wir lassen das hier. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist gut, ja. Findest du das schlechter sogar? Hm. Na gut, wir machen erstmal weiter. Das fühle ich gar nicht, ja. Das ist mir zu viel. Ja, da hat man ein bisschen was versucht, aber... Das sieht aus wie das
wie wo PlayStation 1 damals angegangen ist. Da kam doch dieses so gelbe Zeichen. Ja, da hat man ein bisschen was versucht, aber... Lass es sein, funktioniert lieber. Nicht immer. Klappt nicht immer. Okay, das kommt stark, ne? Ja, ich finde, das kommt stark, bin ich ehrlich. Das kommt schon stark. Das kommt schon ja, stark. Ja, ich finde, das kommt stark. Das kommt stark, das kommt stark. Kann man nicht sagen. Das könntest du auch so jetzt bei der WM sehen, dann so, wieder in 2 Jahren. Ja. Das kommt stark. So Elfenbeinküsse-Style, auch das Weiß, wie das eingebunden wurde. Diese bisschen... Ja, das ist geil. Farbspektrum. Ja. Wird den aber nichts bringen heute. Nee, gar nichts. Tatsächlich. Aber so ein Trikottausch danach könnte sich anbieten. Ja, könnte man machen. Das fühle ich nicht. Das ist halt sehr basic, ne? Ich finde so Basic-Sachen aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Hat ein bisschen, aber so auch ein bisschen was so von einem Menü-Trikot von einem alten. Mhm. So, ne? Ja, eigentlich kommt das auch ganz okay. Ja. Ganz okay. Arsenal passt auch, true. Ja, doch, das finde ich... Umso mehr man anguckt, das wirkt dann noch mehr, ne? Auch hier ein bisschen was probiert am Kragen mit dem bisschen Mustern und so. Ja, doch. So ein gutes Mit, würde ich sagen. Gutes Mit? Ja. Ja. Da kann ich mit leben. Das kommt schon doch. Wenn ich mir öfter angucke, gibt mir das so David Beckham Menu. Ja, ja. Das ist nicht schlecht. Boah, weiß ich nicht. Das sieht einfach aus wie das von Golden 11, nur andere Farben, ne? Das war so der gleiche Stempel. Ein bisschen, ne? Ja, boah, weiß ich nicht. Mich auch nicht so krass ab. Boah, weiß ich nicht. Ebenfalls bei mir ein ganz klassisches Boah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ne? Welche findest du? Oh, da finde ich schon die am schlimmsten gefühlt, von den Farben her einfach so. So, ne? Oder wie würdest du das machen? Ja, ich finde das. Ja, so würde ich. Zimbo finde ich noch besser, muss ich sagen. Das gefällt mir aber, ne? Das hast du hier. Hat nicht hier Leverkusen auch so jetzt announced? Wo sie auch die Stadt. Echt? Ja, ja. Aber da haben die, weil Leverkusen so leer ist, haben die immer so ein paar Fake-Straßen noch mit aufgemalt, die gar nicht da sind. Ja, das ist einfach nur Wald eigentlich oder nur Wiese. Was? Oder nur so ein paar Wege eingezeichnet. Boah, ich finde das übertrieben geil, ehrlich. Das kommt mir das. Auch dass es so asynchron ist, also so asymmetrisch meine ich. Ich finde dieses. Das kommt sehr clean, da hat man sich was dabei gedacht. Ich finde das. So hätten die auch ihr Logo, hätte auch grau sein müssen. Ich finde sogar echt, das kommt stark. Mhm. Ich finde sogar, das kommt. Weil das ist so. Boah, ich finde, das kommt stark. Mhm. Da hat man sich gefühlt beim Trikot. Gedanken gemacht. Ja. Ich find's langweilig. Das hätte eigentlich so das Trikot von Beton Berlin sein müssen, mit dann Neukölln als Bezirk. So. Wäre auch farblich gesehen. Was sind weißt die? Du? Das ist auch Berlin, aber ne? Spandau ist auch hier drauf. Ah. Ja, das Charlottenburg-Wilmersdorf. West-Berlin einfach, oder? Ist das nur West-Berlin? Nein. Na, guck mal, hier ist Mitte und dann ist zu Ende. Also Osten ist nicht dabei. Boah, das ist ja dann wiederum... Machen wir eins nach rechts. Ost. nee. Es kommt clean, aber umso länger ich mir anschaue, umso unnicer wird das auch irgendwie wieder. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ja, jetzt wo du siehst, dass Ost-Berlin nicht dabei ist, wird es mir auch ein bisschen unsympathischer. Ist Südberlin dabei? Ist Tempelhof dabei? Am Axel-Spot. Runter damit. Das ist ganz gewaltig mit. Aber vielleicht ist der Rückseite dann Ost-Berlin. Glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist Discrimination. Fangen wir weiter runter im Midgame. So würde ich sagen, ist fair enough, oder? Ja, also ist kein Trikot geil genug, dass es komplett gestört geil ist. Ja, also sind wir dabei? Sind wir eins in den Chat, wenn ihr sagt, das passt, auch so Ranking-Style? Ja. 2, wenn ihr sagt, ihr hättet schon anders gemacht. Ich will mal wissen, wo wir sind. Doch, viele Einsen. Ja, da wissen wir auch, wenn wir wegbannen müssen. Eine 3 auch, ja. Die ganzen 2 bitte einmal raus. Ja, das sind Störenfriede. Danke. Dann kann man, weißt du was, man sagt sowas, dann kommen nur noch 2. Ja, weißt du, bitte bann mich! Bitte bann mich, bitte! Ja, irgendwann muss man auch mal durchziehen. Ne? Die wissen ja, dass denen nichts passiert hier, den Stingeln. Ne? Ne, ich bin zufrieden. Lass mal auch nochmal hier einen Screenshot machen. Ja. Fragen wir einfach die Redaktion so, hey, wie sieht's aus mit Trinken mäßig so? Ich hab nämlich Durst. Oder soll ich schnell uns holen, was holen gehen? Boah, hol du einfach, dann mach ich hier kurz schon mal die YouTube-Videos auf. Du machst ready. Ja, komm. So, wir haben jetzt noch 20 Minuten, Guys, dann geht unser Match los. Wir sind ja auch wir haben das erste Spiel heute, das heißt, wir werden auch pünktlich starten. Ich hätte jetzt gesagt, oder der Plan war, dass wir uns jetzt nochmal ein bisschen die Highlights angucken von den letzten beiden Games, also von unserem Spieltag und von dem von Gönnergy, dass wir da nochmal ein bisschen Analysis machen. Oh. Morgen kündigen wir 1-1. Ja, man muss ja auch humble bleiben. Ja? Stay humble. So.
Was haben wir denn hier? Wo ist denn das Match? Es gibt immer auf der Border League-Seite übrigens die Zusammenfassung, die Highlights und so weiter. Hier, Gönnergy All-Stars vs. Golden 11 haben wir hier. Und dann haben wir, wo ist unsers? Da, Eintracht Spandau gegen Beton Berlin. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken unser Game nochmal als erstes an, dann ist es vorbei. Schmerzhaft, aber kurz. Ja, haben wir Kopfhörer beide? No. Gibt es mit Sound? Sound ist da. Hören wir mal rein. Hallo? 1, 2. Pommes. Pommes. So. So viele Berliner Clubs, eieiei. Alright, now ready? Ja, schauen wir mal rein. Also das war das Match letzte Woche, Guys. War auf jeden Fall ein kleiner... Die haben Pyro mitgebracht, hatte ich gar nicht gesehen. War so ein kleiner... Die Gegner hatten Pyro oder wir? Gegner sogar. Boah, das war so stark, ne? Zum Start. Ja. Nochmal genießen, Guys. Richie fehlt heute leider. Es hat halt geil gestartet, ne? Also da dachte ich wirklich, das war zweite Minute. Alles klar, heute wird es wieder so ein 7-1 wird das heute. Aber irgendwie konnten wir da nicht so richtig drauf anknüpfen. Ich finde generell, dass von Tag zu Tag die Leistung der Teams immer krass unterschiedlich ist. Ich gefühle super viel so tagesformmäßig. Oh ja, gerade bei so kleinen Spielen ist das auch öfter so. Passt das vom Sound her, Geist? Ja, war ist fein. Sound müsste doch gut sein. Ja. Ich komm nochmal, wenn wir das 1-1. Du bist so nervös, ne? Ja, hey. Es ist so ein bisschen, ich fühle mich. Kontra Cast da im Cast. Den hätten wir halt machen müssen, ne? Den hätten wir machen müssen. Ich glaube, wenn man so 2-0 in der vierten reinhaut, dann ist die Dynamik vom Spiel ganz anders. Das stimmt. Das war leider ein sehr verschenkter Win. Aber auch eine geile Grätsche, muss man sagen. Aber gute Grätsche, ne? Also macht Sinn, dass er ihn nicht trifft. Guter Zweikampf. Oh, das war böse. Ja, aber Leron ist eine Maschine. Boah, war schon gut. Der hat wehgetan. Da wollte er auch abbrechen. Da wollte er auch kurz. Da wollte er auch kurz Rage quitten, hat man gesehen in seinem Blick. Das muss ich sagen, ist so eine Komponente, die uns im Team so ein bisschen fehlt. Wir haben so keinen Übertrickser, so weißt du? Ne? Also einer, der wirklich einfach mal so drei Leute aushebelt und dann reinlupft gefühlt. Das stimmt, ja. Rausch fehlt auch heute leider. Mhm. Oh, stimmt, wir haben ja hier auch die dritte Ecke gehabt und nicht reingemacht dann, ne? Das ist ja, unsere Chancenquote war echt terrible. Also unsere X-Goals waren sehr hoch. Ja. Aber das war zu billig. Das war zu billig, leider. Stimmt, ist auch Abbruch, sobald ein Schuss ist, ne? Mm. Das hätte halt 3-0 sein müssen eigentlich, ne? Wir hatten 200-prozentiger. Zweite Halbzeit haben wir dann abgegeben, ne? Ja. Ah, ne, das Triplay auch, ne? Vorne eins gemacht, glaube dann für Dreckers. Also sie ist mit kranken Tricks safe. Ah, schauen wir mal, Leute. Haben sie gut gemacht, muss man sagen. Da ist man dazwischen, ja. Anstoß 48, Renato Castro gewesen, ne? Der war auch da. Was ist halt so, Fußball, auch bei so Kleinfeld ist halt so ein Ding, das hat super viel mit Momentum zu tun, ne? Ich glaube hier, in dem Moment war schon die Chance, dass wir das verlieren, super, super hoch. Du bist frustriert, du weißt, du hast 200-300-prozentiger nicht gemacht, dann liegst du hinten wegen so einem 3-gegen-3-Scheiß. Na, jetzt kommt ja der Ausgleich und danach kassieren wir doch direkt eine Sekunde später direkt das Tor, oder? War das nicht sowas? Ja, stimmt, der lange Schuss, ne? Ja. Und jetzt beim Jubeln. Guck, währenddessen, er schießt schon. War schlau gemacht, ne? Das war dann der Motivationskiller. Letzte Sekunde. Aber ich weiß nicht, hätte man hier nicht so... Guck mal. Ah, nee, kommt da nicht rein. Überlegt so eine richtig asoziale Grätsche noch rein. Nee, da kommt er nicht ran. Nee, da kommt er nicht ran. Aber das ist doch halt wirklich mit dem Runtergehen jetzt... Also, das war ja gefühlt fake. Ja, das war krank. Aber ist die Frage, hat er das jetzt einfach spontan gemacht oder ist das ein Plan gewesen, weil die wussten, dass wir ja immer auswechseln? Aber theoretisch gesehen war ja dann die Wechselung, wenn du weißt, eine Sekunde später das Spiel vorbei, voll dumm, ne? Da haben wir nicht gut gedacht. Weil eigentlich bleibt doch dann, renn doch einfach nur kurz zurück. Ja. Kannst du eh keinen Talk. Also, aber ich weiß auch nicht, ob die Zeit sehen in der Halle.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird zum Teil da nicht optimal sein. 1, 2, bist du denn irre? Bist du denn irre? Guckt euch das an, hier das 2-2 durch Assist. Ja, haben wir gesehen, kennen wir schon. Müssen wir nicht nochmal sehen. Nee, müssen wir nicht nochmal. Selber. Die sehen die Zeit in der Halle, okay. Ja, ist trotzdem in so einem Moment, ne, da bist du halt voller Adrenalin. Manchmal achtet man halt auf sowas nicht. Und dann war irgendwie nur noch Geholze, so, da war sehr hackig danach. 4-2 Beton Berlin. Ja, und dann war die Luft raus. Ja. Aber ist halt, wenn du hier 3-0 in die Halbzeit gehst oder in diese, ja, in die Galaxy Minutes. Aber das ist hätte Fahrradkette, weißt du, ist ja beim Fußball. Bringt ja, das stimmt, nichts. Das stimmt. Bringt uns nichts. Anschluss 18:40 ist richtig. Wir gucken gerade nochmal die Highlights von letzter Woche. Von unserem Spiel und danach gucken wir uns Gönnergy nochmal an. Genau, 18:40 geht's los, Freunde. Wir waren einfach ein wenig mental gebrochen, to be honest. Ja, sehe ich. Naja, so ich. Funktioniert das, hat man gemerkt. Team in der Border League. Das war auch. Also, das war. Danzo. Kranke Einzelaktion. Berisha. Nach vorne ging halt auch echt nicht viel bei uns. Und dann hatten die noch ein 1 gegen 1, ne? Aber den knallt er, glaube ich, gegen die Latte. Gegen Berisha. Zahlen gegen Berisha. Boah. Das gibt's nicht. Hm? Das Interview ist vorher. Achso. Der extra nochmal gefragt, aber es ist doch vorher. Ja. Join. Okay. Achso, okay, also Knabe-Interview haben wir 18:30 schon. Alright, dann schauen wir da gleich rein in ein paar Minuten. Ja. Das hier will ich mir nochmal angucken. War das. Ist das hier außerhalb vom Strafraum? Nein. Ja. Wäre das unser Torwart, oder? Ja, das war. Das war Bleron. Ja, das war eindeutig im Strafraum. Das war im Strafraum. Also das liegt am Kamerawinkel. Du siehst, es ist ja relativ spät, deswegen ist die Sonne wegen dem Schatten auch ein bisschen tiefer. Ist eins, auf ich finde, das sollte auch das neue Bundesliga-Logo werden, wenn ich das so sehe. Digga, wie Blair da sich blank macht, Alter. Das ist krass. Er hat den Ball nicht berührt, das stimmt, ja. Warte mal, hat er ihn wirklich nicht berührt? Ja, extra. Er wusste, geht daneben. Ah, geht daneben. Ja. Ja, er hat so daneben, ja, stimmt. Er hat mit dem Luftzug quasi noch den Winkel verändert. Er hat so noch sich gestreckt in der Luft. Ja. Das ist eine gute Trainingsübung. Ja, das war wirklich rough. Ja, komm, Robby. Ja, müssen wir mal gucken. So, 3 Minuten noch. Wir können schon mal auf den Cleanfeed wechseln. Wechseln wir schon mal auf den Cleanfeed. Uns noch mal ganz kurz in Fullscreen hier. Dann haben wir jetzt Gönnergy nicht nochmal gesehen, aber ist auch nicht so wichtig, ne? Hauptsache Hans Harper hat sich das angeschaut, was die Gegner machen. Wir müssen es jetzt auch nicht nochmal sehen, Freunde. So, kannst ja hier schon mal den. Willst du uns hier nochmal wieder Kader und sowas aufmachen oder ist es dumm, ist schwer? Ja, nö, das kriegen wir hin. Damit wir die Gegner auch nochmal im Blick haben. Mhm. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock. Ja, wir brauchen endlich mal wieder einen Sieg. Ja. Aber du weißt ja, unsere Kombi hat keine Niederlagen gebracht bis jetzt. Bisher noch nicht, das ist richtig. Wie die wirklich clean feed. Was ist das denn? Hä? Was habt ihr da wieder für ein Emoji gemacht, Digga? Wir sagen. Clean feed. Okay, ja, gerade haben wir noch Mats Hummels im Interview. Ist okay, hören wir mal rein. Was sagt denn der Herr Präsident? Herr Präsident, Verkaufterin. Ja, Verkaufterin, ja. Unglaublich guter Zocker, liebe ich. Ansonsten natürlich, also wir haben einen Haufen guter Kicker hier. Kann eigentlich so gut aussehen. Ich bin bei Biggie ein bisschen geprimed, weil ich den eh liebe. Ich bin bei Biggie ein bisschen geprimed? Was sagt der da? Was ist denn jetzt los? Was dreht der für eine Sprache? Hallo? Hast du was gedrückt? Mats Hummels ist auch einfach jung. Nein, habe ich nicht. Das ist frech. Nochmal? Nice. Regie? Regie! Sonst können wir erstmal hier machen. Freestyle mal ein bisschen. Manager als Nachteil, ich weiß es nicht, aber vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Hier ist ja alles extrem nahbar, anders als jetzt zum Beispiel in der Bundesliga. Wenn da irgendwelche Journalisten in der Mixzone stehen, da hat man so eine gewisse Distanz. Die gibt es hier nicht. Empfindest du das als Vorteil oder Nachteil? Guck mal, da sind sie schon. Sowohl als auch, es passiert natürlich, man kriegt, glaube ich, viele coole Momente mit, die man vielleicht sonst nicht irgendwie auf Kamera oder was auch immer mitkriegen müsste oder würde, wenn man nicht die ganze Zeit mit dabei ist. Klar, es gibt auch Momente, da glaube ich, will jeder von den Teammanager auch mal kurz seine Ruhe. Ich meine, das sind alles bekannte Leute, die wahrscheinlich auch irgendwann mal froh sind, wenn sie mal 5 Minuten für sich irgendwie ihren Kartoffelsalat essen können, ohne dass sie von irgendeinem angesprochen werden, was weiß ich nicht, was ihre Socken heute kosten.
aber einiges. Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch ein bisschen Spaß. Haben wir Eintracht Spandau Socken im Shop? Ich glaube, die alle damit umgehen. Wenn nicht, dann brauchen wir welche. Ich glaube schon, tatsächlich. Haben wir. Und sind ja auch alle sehr schön oft da. Was macht der denn da hinten? Wir, glaube ich, von jedem genug mitbekommen. Der hat die Refs nochmal. Der wollte ihm ja ein bisschen Geld zustecken, den Refs. Das macht immer Spaß. Ja, sehr cool. Da freuen sich mit Sicherheit die Zuschauer. Da muss er aufpassen, dass er einfach nicht auf Kamera war. Ja, das ist einfach im Background. Im Background unserer Kamera wird der... Ist der hier? In der Umkleidekabine von Hardstack Royal und liebe Grüße an Mats Hummels. Falls ihr das noch seht, wir hatten vorne ein Lattenschießen, habe ich gegen Mats gewonnen. Das war, da habe ich mich schon gefreut, muss ich sagen. Und wir haben einen der Schiedsrichter neben uns, das ist der Sven. Sven, cool, dass du da bist. Und beschreib uns mal vielleicht, wie ist es, jeden Montag hierher zu kommen, zur Baller League, das Ganze zu pfeifen und so weiter. Absolute Katastrophe. Wieder jeden Montag ein Highlight. Also ich habe gerade schon gesagt, ich wünsche mir einfach... könnte jetzt noch viel öfter sein, also von mir ist das ganze Jahr Baller League. Wir haben wirklich Socken. Ich komme ja aus Köln, also stark. Wirklich das Heimspiel für mich. Ja, da kann Mats auch mal fragen, wie viel die kosten. Die sind noch zum ehrlichen Preis erwerbbar. Lauter? Und immer eine coole Sache. Gab es schon so eine Stresssituation mit irgendwem, Moritz Leitner oder sowas? Oder hast du ihm mal gesagt, zieh mal deine Hose runter? Ja. Also im Sinne von, weil er sie mal... Nee, also ich glaube, das kriegen die Jungs hier ganz gut hin. What the hell? Raus auf den Platz hier und irgendwie die Refs fragen so, das Spiel, passt ob die Hose ganz gut. Ich glaube, die wissen auch hier, dass die Kamera mitläuft. Von daher, das passt gut. Nee, aber ansonsten, klar, immer mal Aufregung. Muss auch schon sagen, so mit den Spieltagen, man merkt auch so, für die Jungs ist mehr drin. Nee, komm, mir reicht jetzt hier. Da wird's auch mal hektisch, aber jetzt so krasse Situation. Dann wünsche ich dir, Sven, viel Erfolg. Wir sind später bestimmt nochmal auf dem Rasen und wir gehen rüber zu Laura. Oh, hallo, ja, hallo nochmal. Ah! Hallo. Guten Tag, Herr Knabe. Okay, das habe ich so jetzt auch nicht. Oh, das ist ein ehrlicher Zehner. Noch nicht erlebt. Okay, ja, Präsident Knabe hat bei uns Platz genommen. Pack den Zehner weg! Zehner in die Hand gedrückt. Ach, da ist meiner. Entschuldigung. Okay, so läuft so das heute. Kann sie nicht. Präsident Mann. Knabe, schön, dass Sie wieder da sind. Das haben ja letzte Woche gefehlt. Da gab es dann auch erstmal direkt eine Niederlage gegen den Tabellenletzten. Muss sie jetzt so sagen. Wie hat man das verdaut bei Eintracht Spandau? Es war ja nicht nur gegen den Tabellenletzten, sondern auch noch gegen Beton Berlin. Und das ist natürlich eine Blamage sondergleichen gewesen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Weil in Spandau hat man ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, in der Woche davor, unentschieden nur, jetzt zuletzt eine Niederlage. Es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Die wenn ich mir hier auch das ist stark. Ein bisschen umschaue, auch gerade in Anbetracht unseres heutigen Gegners, der immer um 18.40 Uhr zum Beispiel spielt, komisch. Oder hier schöne Sponsoren auf seinen Trikots hat, da merkt man ja, wir als Eintracht Spandau müssen nachziehen. Wir sollten da auch mehr tun und dafür bin ich heute vor allem hier. Ah, und deswegen gibt es dann ein paar 10-Euro-Scheine. Nee, der ist mir gerade runtergefallen. Nein. Was ist denn da im Koffer drin? Im Koffer? Ja. Da ist heute der Sieg drin. Hier sehen wir auch ganz kurz, dass Sie auch dem Schiedsrichter einen Zehner in die Hand gedrückt haben. Nein, das haben Sie falsch verstanden. Da müssen wir drüber sprechen. Wir hatten tatsächlich... das ist aber eine ordentliche Palette. Da geht ja noch mehr Kohle. Also wir hatten tatsächlich gewettet... das letzte Mal, wo ich hier war, wann war das? Vorherige Woche? Nee, vor drei, ne? Ja, ja, da hatten wir uns beim Frühstück getroffen. Machen wir immer am nächsten Morgen. Ihr seid ja auch manchmal da. Ja, logisch. Und da hatten wir gewettet, wer nächstes Mal... Alles alter Hut. Okay, was wünscht man sich denn von den Schiedsrichtern heute? Wird der Präsident ja nie machen sowas, das ist ja Quatsch. Gut Pfiff in die Runde, ja? Also, ich würde sagen, jetzt nicht letzte Woche, sondern die davor. Ja, da war die Schiedsrichterleistung meiner Meinung nach jetzt nicht ganz punktgenau da, aber ihr bei der Baller League, ihr seid ja auch eh dran mit VAR, ihr seid ja schon in Köln, ist ja hier um die Ecke der Bunker, ne? Keller. Und dementsprechend bin ich da auch ganz zuversichtlich. Und heute brauchen wir auch keine gute Schiedsrichterleistung, weil heute geht's gegen dieses Gönnergy Allstars. Da werden wir haushoch gewinnen. Da die spielerische Klasse natürlich mit Abstand ausreichen das ist korrekt. Sollte. Wer war denn der Hauptschuldige, dass es zuletzt nicht so lief, wie das eine Frage würde? Ja, das muss ich fragen. Gefragt. Woran hat es gelegen, ne? Ja, woran hat es gelegen? Ja, ich sage mir, woran es gelegen hat. Der Präsi war nicht hier. So, Ende aus. Das ist richtig. Dann müsste der Präsi am Ende noch die Schuhe schnüren, oder wie? Ja, ach, als Präsi hat man natürlich auch wichtige Aufgaben, die nicht jetzt immer physische Praxis erfordern. Ich bin Motivator, verstehen Sie das? Okay. Gewinner-Mindset, das muss ich den Jungs auch mal. Alles, was unter 5 Minuten Zeit kostet, einfach machen. Balleroberung, Torschießen. Simple. Sich einwechseln lassen.
Gewinner meinst du es? Okay, ja, Tore schießen möchte auch Hollywood United heute und damit ganz schnell zu Tone, denn der steht gerade in der Box von Knossi und Max Kruse. Ach, die. Die beiden. Ja. Freunde, hier ist viel los. Ehrliche Worte wieder vom Herrn Präsident. Ich guck mal kurz, ob das jetzt ist. Einfach wirklich eine Pfeife da drin. Was hat der da drin? Der hat da eine Pfeife drin. Eine Shisha oder was? Guck mal, ob das jetzt nicht wieder geht. Ach, guck mal, das geht wieder. Man kriegt, glaube ich, viele coole Momente mit, die man vielleicht sonst nicht irgendwie auf Kamera oder was auch immer mitkriegen müsste. Das ist ja überhaupt nicht leicht. Wenn man die ganze Zeit mit dabei ist. Klar, es gibt auch Momente. Was passiert jetzt? Was ist denn das jetzt? Warte mal, können wir hier Fullscreen machen? Hier ist halt so eine hässliche weiße Bande. Also wir müssen hier, glaube ich, wir müssen technologisch wieder ein bisschen improvisieren hier. Funktioniert natürlich alles. Optimal und so, wie es soll. Ist hier irgendwo, guck mal. Ja. War eine Dame, ich habe gesagt, die heißt 100% XY. Ja. Und er so, nein, niemals. Hat irgendeine Quote gegeben, habe ich ihm 50 Euro hingelegt. Habe ich gesagt, okay, komm, die Wette gehen wir ein, die 50 kriegst du, wenn sie nicht so heißt. Und dann haben wir sie gefragt. 50.000 hat er gesagt. Aber so alles hat er gesagt. Er hat 1 zu 1.000 gesagt. Ja, dann heißt sie so. Jungs, was ist die Quote, dass ihr heute gewinnt? Null. Max, Quote, dass ihr heute gewinnt. Also ich bin gar nicht gegen uns, oder? Die Quote, 1,6er-Quote? Die Quote, dass wir heute gewinnen, Knossi, was sagst du? 1,40. Wir haben leider heute Westerhoff nicht mit dabei. 1,40 ist doch übel bad, oder? 1,40 ist, auch nicht, dass die Favorit sind. Bei uns. Ach so, 1,4 quasi. Ja, ja. Also ich dachte 1 zu 40. Ja, ja. Das wäre nicht so gut. Zu brechen, es wäre so gut. Und wir gehen auf die 10 Punkte. Es wäre wahnsinnig geil. Vielleicht sogar 11. Mit einem Zusatzpunkt. Ja, richtig. Also wir haben auch bis jetzt, glaube ich, jeden. Jeden ja, und so sieht das von der anderen Seite nämlich aus. Ne? Ihr seht das hier im Bild, das sind die Streaming-Boxen, links die Box von Knossi und Max Kruse. Da sind wir auch vielleicht bei vor Ort, ne? Oh, das wäre geil. Machen wir das. Das wäre stark. Dann machen wir aber Plattensturm auch, oder? Ja. Gegen Eintracht Spandau. Und wir könnten auch aus dem Tor raus kommentieren. Spiel von Gönner G gegen Golden 11. Die lagen dreimal zurück, haben trotzdem dieses Spiel gewonnen. Was macht das mit der Moral der Mannschaft? Macht wahnsinnig viel. Und wir müssen noch, eigentlich müssen wir noch schnell vor. Was habe ich denn jetzt gemacht? Von Krasnitsch, auch Maxi Beister. Oh. Okay. Wir müssen eigentlich noch schnell, bevor es losgeht, einmal die Hülle durchmachen, ne? Was ich sagen wollte. Das, die haben auch jetzt Liga-Supports auch da. Beister ist stark. Gönner G hat jetzt auch nach 2 Siegen einfach so eine leichte Arroganz, eine positive dabei. Ja, absolut. Ja, wir müssen ganz schnell noch, bevor es losgeht, müssen wir schnell noch die Hymne machen, ne? Ligas Ladies sind schon richtig on fire, gehen hier gegen Präsident Knabe vor, der aber scheinbar noch ein paar Geldscheine in seinem Jackett stecken hat. Also Stimmung auch ein großes Thema hier. Pusht natürlich unheimlich die Spieler. Ja, brutal. Das ist mir auch aufgefallen. In jedem Spiel, in dem eine Mannschaft eine Crew quasi hatte, Fans, hat das einen Push gegeben. Hat nicht immer zum Sieg geführt, aber hat immer mehr Energie auf den Platz gebracht. Das ist richtig, oder? Nee. Deswegen ist auch geil. Und auch wenn die Mittel von Präsident Knabe vielleicht jetzt nicht immer ganz 100% legal sind. Machen wir jetzt einfach Info, oder was? Du machst das. Du weißt ja, bei mir ist immer... Ja, aber ich brauch doch irgendwie so ein... Ist auch nicht echt. Nein, so. Start. Genau, waren Fake-Scheine. Er wollte mir gerade nämlich noch mehr andrehen. Boah, das ist jetzt, da bin ich nervös, dass ich was falsch sage. Hab keine Angst, Olaf. Wir sind da, um Fehler zu machen. Guck mal da. Da kommt doch der Text überall. Hier von Beginn an. Hallo und herzlich willkommen vom Sing einfach. Okay, wir fangen jetzt an, ja? Und du machst Adlib. Ich mach Adlib. Okay. Ich sehe gerade schon. Wo die Havel kreuzt die Spree. Bei von Merlinos ist viel zu laut, JWD, letzte Woche. Wo die Zitadelle rockt und die Eintracht lass die uns einfach lockt. Mal für sich stehen. Da schön, ist Spandau, da sind wir. Spandau, wir lieben dir. Die ich hab noch nie in meinem Leben vor so vielen Leuten A Cappella gesungen, Alter. Das war schon stark. Ey, da bist du ein Channel wie bei Sola. Er bist so ganz an deinem Ernst. Mut grad, ja, wirklich. Er wirklich dabei so kurz auf. Wir gucken mal auf die Allstars, also, wie letzte Woche. Ich höre auch Kommentator, wieso? Where's the clean feed? Stimmt, das ist ja gar nicht clean. Der ist ja unclean. Und Eintracht Spandau, Benjamin Zeisel, der schon am dritten Spieltag einen Treffer erzielt hatte. Benjamin Zeisel spielt heute für uns wieder. Ich kann mal checken, ob das jetzt wieder geht hier. 50.000 hat er gesagt. Aber der ist halt nicht live. Ja. Der ist halt nämlich gar nicht live. Jungs, was ist die Quote, dass ihr heute gewinnt? Max, Quote, dass ihr heute gewinnt. Aber die Feeds sind nicht gecleant hier. Die Feeds sind überhaupt nicht gecleant. Die sind extrem dirty, die Feeds. Vor allem, ja. Oh, das hatten wir letztes Mal auch, aber als ich... Ha? Letztes Mal hatten wir es auch, als ich geguckt habe. Ah, jetzt ist kein... Jetzt ist sauber. Sauber, ne? Na, man muss nur meckern.
Man muss nur mal meckern. Man muss nur meckern. Wollen wir uns ein bisschen kleiner machen wieder? Ja. Ist besser, oder? Sind es verschiedene? So ist gut. Anstoß. So, Anstoß. Spiel 1 ist freigegeben. Anstoß in die Allstars, die Truppe von Köln und Sascha Hellinger. Na gut, dann machen wir den Oldschool Way, oder? Aber dafür sind wir ein bisschen live am Start, bevor wir jetzt nachträglich unterwegs sind. Oder wir machen, ja, nee, das ist auch blöd. Ja, wir machen jetzt einfach so. Gibt's schon die erste Ecke? Nee. Leron mit einem weiten Ball. Pro, mach die Pro-Subcam. Ja, lauter Leute, ist Blödchen. Ja, wir haben keinen Clean-Feed gerade am Start. Ja. Und der Clean-Feed ist auch, den wir haben, der ist sehr verspätet und leckt. Ich habe das letzte Mal nämlich auch gesehen, als ich live geguckt habe, der hat geleckt. Einfach, da war zu. Aber jetzt wieder weg, oder? Ha? Jetzt ist er wieder leise, jetzt sagt er nichts mehr. Aber vielleicht sagt er nur zwischendurch nichts. Nee. Der wird gleich wieder zurückkommen. Die Feeds sind gecleant. Als ob der Feed auf einmal clean wird. Die Feeds sind gecleant. Als ob die so sagen, wahrscheinlich Bobby, hat Monte sofort gesagt, so, ey. Bobby, du redest falsch. Ja. Das ist die falsche Line. Das ist die clean Feed Line. Jetzt geht's doch. Alright. Scheint so, als ob es wirklich funktioniert jetzt. Heute in der TK Health Quest. Da ist er immer lange nicht geredet, Junge. Du machst hier so aus. Komm mal, Luki. Hey! Das ist ein ganz klares Foul und 2 Minuten runter mit dem. Ja. Verdammt nochmal. Das war sehr schnell. Oh. Wir gucken, ja, jetzt hilft ihn schon. Den macht ja, er, den lässt er aber auch perfekt durch. Wer ist nochmal unsere Nummer 36? Ist es Cirillo? Unsere 36. Aber das ist eine Wildcard, glaube ich, oder? Ja, könnte Cirillo sein. Keine 2 Minuten. Ja, Leute, ihr habt die Feeds nicht genug gecleant. Cleant doch mal die Feeds. Da war die Zunge nicht aktiv genug. So, auf geht's, Eintracht kämpfen und siegen. Am Freistoßpunkt haben wir einen weiteren neuen Dreh, ne? Das wird, warte. Das ist doch Dingens hier, das ist der Ziesel, glaube ich, oder? Zeisel? Wow, Flachschuss gegen den Pfosten! Und dann trifft Luki Matondo den Ball nicht. Schade. Schöner Flachschuss. Oh, der kann auch echt mal sitzen, ne? Da hat der Torwart gar nicht reagiert. Der kann auch echt mal sitzen. Nein, nix Ecke. Nein. Das war ein sauberer Abstoß. Ja, definitiv. Präsident die gefährlichste Ort, ja. Chance hatten wir schon mal direkt am Anfang. Und Hans hat jetzt diesmal auf eine etwas andere Aufstellung gesetzt. Skiri sehe ich auch nicht auf dem Platz. Was ist das jetzt? Jetzt sehen wir was anderes als... Ah, jetzt ist hier Anstoß der alte Feed. Habe ich den falschen oder was? Nein. Du musst... Hä? Und Maximilian Beister, jetzt bist du wieder zurück. Jetzt ist doch derselbe wieder. Ja, aber ich habe das nicht gemacht. Das kam von... Aus Köln war das. Das hat die Regie aus Köln gemacht hier. Finger weg! Oh, was? Warum kommt auf einmal Werbung? Was ist denn jetzt passiert so hier? Keine Ahnung, welcher Hacker sich da reinsetzt. Das ist ein Fehlpass von Sangar Aziz, die Mons, den wir von Monte nicht kennen normalerweise. Und der Ball geht an die Decke. Das zählt aber nicht als Ecke, oder? Nee. Okay, gut. Das ist einfach nur ein Freistoß von dort dann. Aber ich glaube, ein indirekter. Oh, gut gesehen. Ja, und da ist Bleron. Und jetzt Konter. Den langer Ball. Er. Schöner Pass. Luki. Kein Problem für den Torwart. Letztes Mal haben sich Kevin und Max die ganze Zeit über die Kameramänner aufgeregt, dass sie die ganze Zeit so blöd geswitcht haben. Jetzt ist Clean Feed, oder? Robbie Hunke redet wieder nicht. Das ist auch gar nicht mehr unser Feed jetzt hier. Guck mal, ich kann hier nichts mehr machen. Ah, doch. Doch, kannst du. Das passt so. Super Zweikampf. So, jetzt mal ein bisschen schneller machen. Sangar. Oh. Getunnelt. Ah. Da wollte er den zweiten Tunneler. Und nochmal. Komm mal. Der Ball bleibt immer so hängen. Sauber. Hat doch nicht sauber. Der ist schon. Der 36er, der neue, den wir haben, der ist schon so ein bisschen dieser Trickser, ja, den du verlangt hast. So. Ne? Ja, der kann was. So. Was haben wir da auf dem Shirt? Was steht da drauf? Malz? Ah, Knabe Malz, glaube ich. Knabe Malz, was hat's damit auf sich? Wegen Gönnerchi bestimmt. Ach so. Irgendwas. Oh, gefährlicher Fehlpass. Oh, kein Foul. Oh. Schön am Ball bleiben, Männers. Machen sie gut. Ah, das ist bisschen unkontrolliert gerade. Knabe Malz. Und da haben wir Turgay Akbulut auch mal wieder drin. Ja, auch in der Startelf.
Aber auch wieder ein langsamer Start. Irgendwas. Ah, guter Block. Da hat man sich von Kleefisch was abgeguckt. Der ist noch drin, der Ball, der ist noch heiß. Ist man dahinter geschützt, da ist ein Netz, ne? Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob da irgendeiner der Fans böse geguckt hat. Schade, bisschen hektisch geschossen. Ja, bisher wollen beide Teams auch noch nicht wirklich was machen, so. Und wir jetzt wechseln. Oh, da gab es was an den Kopf, oder was? Das sah ein bisschen blutig aus. Blutig? Ja, mal gucken. Blutig habe ich jetzt nicht gesehen. Ne? Wann Knabe Malz im Rewe? Das ist eine sehr gute Frage. Kann sich eigentlich nur noch um Sekunden handeln. Supermärkte dieser Welt schauen gerade zu. Boah, starke Parade. Ja, direkt starke Spiel wieder schnell gemacht. Aber ist da jemand? Dann spielt er den Ball auch perfekt in die Spitze und direkt wieder Turgay Akpudut, der es probiert. Skiri auch erstmals drin, der Turgay auch eingewechselt worden. Wir wissen ja, dass der Coach Hans da ordentlich auch mal durchwechselt. Wir müssen mal gucken, wer genau ist. Das weiß ich gerade nicht. Setzer Toy? Ja. Neu gedraftet. Der ist jetzt auch fix bei uns im Team, im Kader. Ich glaube, das ist die 36, wenn ich mich nicht irre. Oder das ist Sirio. Weil Zeisel ist ja die Nummer 23. So, und jetzt Skiri! Nein! In Pfosten und raus! Torlinientechnik bitte! Bitte was? Die Uhr hat nicht geklingelt. Und jetzt geht hier schon wieder alles gegen uns gefühlt. Sangar verspielt da den Ball. Jetzt war eine Überzahlposition für Gönnergy Allstars. Boah, der Mann hat Körper. Aber keine Füße. Skiri. Schön auf Sangar. Nochmal weiter nach außen. Probier's mal. Das ist eine Ecke. Nee, war keine Ecke. Boah, der hat den Fuß dazwischen gehabt. Nee. Muss. Dann trifft er von unten. Nein. Erstmal hier Fehlpass und Mann, dann... Mann, Pfosten raus. Wo gibt's denn sowas? Ja? Mann. Zweiter Pfosten schön. Heute schon. Der Druck ist gut. Bislang machen wir das gar nicht schlecht gegen die Allstars. Okay, gute Technik. Komm mal. Ah. Okay, müsste aber unser Ball sein. Hey. Beruhig dich. Ist auch immer wild. Ja, das ist Käfischfußball halt, ne, in dem Sinne. Ja. Kleinfeldfußball. Was würdest du davon halten, wenn Border League mit Bande spielen würde? Mit Bande? Das wäre krass. Sagst du. Oder? Also es wird es noch hektischer machen dann in den manchen Szenen. Da wird dann richtig getreten und so. Ist nicht so geil eigentlich immer. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, kein guter Pass. Der ist Trickser, hast du gesehen? Der hat so No-Look-Pass gemacht so. Aber als Verteidiger gar nicht mal so schlau. Das war nicht gut. Nee, die das sind langsam unter Druck. Gib doch einfach den Ball! Boah, diese Technik, Digga. Ball nehmen, halbe Stunde Leute angucken und nicht den Ball geben. Einfach mal geben. So. Jetzt ist der Ball mal bei uns in den Reihen. Keine schlechte Idee. Abseits? Was soll das sein? Abseits? Weiß ich nicht. Schön. Boah. Der ist ein Tank, der Bre. Der ist ein fucking Tank. Er prügelt sich da durch. Da kannst du halt auch nur kloppen. Was willst du machen anderes? Ja, aber der Ball, der ist neu. Das ist, was ich meine. Als Verteidiger zu tricksen ist nicht so ein Ding, super, ne? Super stark. Wow, Ref! Jetzt also kann man mal die 2 Minuten auspacken hier langsam. Bitte! Wir gehen mal in die Live 5G-Cam rein, die ein bisschen stabiler ist. Die Pfeife ist gelb, sieht aus wie aus so Lego-Packung rausgeholt. So ein Meckes-Menü gab es noch sein dazu. So ein Monopoly. Oh, kein schlechter Pass. Komm mal, Skiri. Der feindet sich da durch. Ihr seht seinen Körper und dann. Ey. Und dann wird's hier wild. Das ist ja eine Schlacht gerade hier. Bang, nochmal rein da. Keine schlechte Bewegung. Boah, also das ist sehr körperbetont bisher, das Spiel. Ja, muss man wirklich sagen. Die sind auch ein bisschen Kopf an Kopf geraten gerade dort. Männer, ganz ruhig hier. Männer, ganz ruhig. Alles gut? Dann sind sie immer gleich wieder ganz normal. Männer, die sind davor so, hey. Und dann so, Männer, mal ruhig jetzt hier. Alles gut. Ja? Alles gut hier. Wir machen doch gar nichts. So nämlich.
Aber was ich schon mal gut finde, ist, unsere Leute ackern. Das ist heute... Ja. Einsatztechnisch ist das ein gutes Spiel bisher. Boah, der nächste Ballverlust von der Nummer 17 von Gönnergy. Oh, Riesenparade. Riesenparade vom Torwart. Und die erste Ecke für uns, die nehmen wir uns natürlich. Mhm. Das ist Niklas Andrea Reichel. Boah, so ein schöner Konter, dann super hingelegt und den hält er auch stark. Starke Parade, ja. Kann man nichts anderes sagen als starke Parade. Wieder Fehlpass, die sind langsam echt am Zittern. Komm, drei gegen zwei. Aber das musst du jetzt auch mal ausnutzen. Da muss jetzt auch mal was passieren. Das war sehr strategisch. Das war ein taktisches, war das. Ja. Muss man auch mal aufpassen. Das kann auch mal sein. Das will Hans wahrscheinlich aber auch sehen, sag ich. Alright, jetzt noch mal in die andere Richtung. Schön den Ball gewonnen. Kleiner, hoher Chipper auf Luki Matondo. 1-gegen-1-Situation. Luki. Ja, kommt da nicht durch. Ja. Ich finde, wenn wir den Extrapass immer spielen, wenn wir 3-4 Pässe spielen, dann sind wir viel effektiver, als wenn Leute an 1-gegen-1-Battle reingehen. Kein schlechter Abschluss. Aber Gönnergy unsicher, der muss man sagen. Der Bruder hat aber auch fett kassiert. Mhm. Schön gegen Ohr. Der wollte den erstmal hard playen. Ist einfach so diese Walk-It-Off-Coach. Bei uns war immer beim Football, wenn du eine kassiert hast, Coach immer Walk-It-Off. Wie? Ich habe gerade Kreuzbandriss kassiert. Was soll ich off-walken, Coach? So. Aber der war auf automatisch. Der war sehr Oldschooler. Der wollte einfach Walk-It-Off. Da hat er gemerkt, Bruder, warte mal, hier dreht sich alles. Der Schiri hat das sofort erkannt, schreitet ein. Ja, da muss man aufpassen. Einfach Spinne. 17 Augen auf dieser. Auf diesem Handy! Sangar Aziz! Was für ein Schlitz! Wie hat er den denn reingezimmert? Auf Deckig! Flachstoß unten links in die Ecke! Guck mal, wie der anläuft! Cristiano! Sangar Aziz! Aber darf er das? Darf er das? Vom Eindribbeln? Ist er, darf er das? Darf er das? Da darf er das natürlich! Da darf das natürlich! Zählt wohl, aber ich dachte, ja, weil der Torwart auch dran war, alleine schon deswegen. Ja, ja, gute Straßenregel, hast du recht. Manchmal muss man auf Schlitzohr unterwegs sein und Sangar kann das, deshalb hat er die Nummer 10 bei uns. Boah, wie geht der da rein? Vorsichtig hier. Ja, jetzt erstmal verwalten, jetzt erstmal mit Führung in die Halbzeit gehen, dann ist alles im Lot hier. So. Das haben wir, das 12. Spiel Minute. Das hat sich aber auch wieder angezeigt, der Treffer. Ja, der war überfällig, so rum. Ja, die Jungs haben gut Power gemacht, jetzt auch mal hinten rum. Jetzt auch mal ein bisschen Sicherheit ins Spiel reinbekommen. 1, 2, 3 Pässe. Aber wir wissen, alleine der Boden ist schon ein bisschen eklig. Ja. Turgay. Hintermann. Super. Oh, Luki. Nee. Weiß ich nicht. Sagt der Schiri. War ein knappes auf jeden Fall. Und so, wir gehen in die... In die, was für Minutes? Genau die. Ich weiß nicht, ob die ersten sind die Galaxy Game Changer, oder? Game Changer hat er gerade gesagt. Game Changer. Ab in den Game Changer, Freunde. Schauen wir mal, was sich die Regie, ich meine, das Zufallsrad der überlegt ist, hat. Natürlich, das ist alles Zufall hier. Das ist alles reiner Zufall. Plus one, 3 player on side. What do we want? Was ist plus one? Einer mehr anscheinend. Ist das neu? Hab ich noch nie gesehen, ja. Three-Play mal wieder. Three-Play, das hatten wir letzte Woche auch. Ja, das ist zum Verhängnis geworden. Sind wir darauf vorbereitet diesmal? Warum redet jeder? Nur einer redet. Boah, der Trainer hat gerade krasses Ausfallverfahren gemacht. Krass. Ne? Alle waren so, bitte ich, bitte ich. Boah. Da haben wir sogar noch mal die Cam-View draus. Den will der Niklas Andrea Reichel sicherlich wieder zurückhaben, den Ball. Den will er noch mal. Der war... Das war ein Zuckerschlecken. Aber ist, jetzt mal ehrlich, die Tore, das sind doch, also die sind ja nicht so groß wie Großfeldtore. Nee, das sind D-Jugendtore. Als Mauer bleibst du doch hier stehen einfach. Oben rüber triffst du doch niemals einen Freistoß. Aber war da, also... Er ist hochgesprungen und so ein bisschen weggesprungen quasi. Ja, wollte, ja, true. So, 3 on 1. Da haben wir den Torwart. Oh. Gute Bewegung. Der wird den auch nochmal querlegen, sage ich. Und da hinten ist auch schon der richtige Mann. 1-1 Ausgleichstreffer. So muss man das auch tun. Man muss hier das Überzahl ausnutzen. Oder das Überzahl, beste Deutsch. Ah. Zu einfach. Und dann ist es auch ein Vorteil, wenn du einen nicht Torwart schon wieder, hast, nicht der mitspielen kann. Das war nicht ganz schlau. Sangar übergibt den Ball jetzt.
Was ist denn das jetzt? Das ist eine andere, ne? Okay. Wir fassen hier gar nichts mehr an. Okay, ich wollte es weg-xen. Hier hat sich jemand wieder reingehackt. Ja, tatsächlich. Asyl! Wir werden hier ein bisschen überfordert. 18 ist die Video. Okay, gut, dass wir das nochmal double gecheckt haben. Dankeschön. Bleron, tausch mal. Schön! Oh, wichtiger Block. Schön! Wie? Hier gibt's eine Ecke. Nein, einspielen. 1:50 zu gehen. Der Mann ein bisschen mit Technik unterwegs. Hier haben wir den Torwart. Der hat richtig Bock, ne? Da ist der Stürmer verloren gegangen. Ja, ja. Das ist so dieses klassische, er will unbedingt spielen. Er will unbedingt mitspielen. Nee, das ist als Torwart keine gute Idee. Du bist nicht ohne Grund in Handschuhen, mein Freund. Ja, aber hat er realisiert. Auch, hat er realisiert. Auch gewechselt werden. Das, der merkt, der soll, bringt auch nichts mehr. Ich muss ja nochmal zweite Halbzeit ins Tor. Hat er gemerkt, da sollte er nicht so viel rumrennen. Ja, ja. Weil er auch nochmal springen muss. Ja. Super. Schön quergelegt. Komm mal, Verteidigung jetzt. Wir brauchen den zurück. Wichtig. Nicht verdribbeln hier. Oh, guck, Aziz. Sangar. Auch mal stehen lassen. Aziz. Das ist Hattrick, oder? Hattrick für Sangar. Aziz, der Dritte. Pop. Stark. Geil, nehmen wir. Sehr gut. Oh, da kommt der Anschlusstreffer wieder. Jetzt ein bisschen schneller Zeit lassen. Nee, ich würde Zeit lassen, oder? Ist ja, eh letzter voll. Angriff jetzt. Wie lange hat man für einen Angriff? Kann man sich das aussuchen? Ich glaube, da gibt es keine Begrenzung, oder? Okay, dann bitte schlau machen. Kein Konter mehr kassieren jetzt hier. Wo ist der Dritte? Schön, da ist er. Turgay. Akbulut. Findet hinten. Der war nochmal Nummer 6. Aziz ist völlig frei. Aziz ist frei. Eieieiei. Aber das ist gut, 20 Sekunden, noch einen sauberen Angriff ausführen. Das kann ja nicht der Teil, das muss der neu gedraftete sein. Kann sein, der Setzer. Müsste er sein. 10 Sekunden. Setzer, 10 Sekunden haben wir noch. Sangar, macht er hier einen Viererpack? Nein. Komm, schnell. Wir haben noch 6, ein paar Sekunden. 5, 4, 3, Abschluss. Den nimmt er. Ja. Ah, den hätten wir nochmal nutzen können hier. 36 ist Zeisel. Halbzeitpause. 36 ist Zeisel. Ja, okay. Der Chat hier gerade. Der Chat lügt ja nicht. Chat würde niemals lügen. Nee, die wissen das wirklich. No front an die Bres, ne, an dieser Stelle. Es ist nur immer ein heftiger Mix in den Teams, deshalb ist das nicht immer ganz eindeutig. Hier und da, das macht der Torwart gut, legt den dann noch quer und dann keine Chance für Bleron. Aber auf der anderen Seite sind wir dann sehr eiskalt. Das war Sangar, sehr lucky hier. Er schießt den Torwart extra an, weil er will, dass er Hoffnung hat. Ja. Aber dann sagt er sich, gib ihm. Und das war ein super starker Pass von Bleron. Unser Torwart kann auch mitspielen. Das zeigt er auch immer wieder in gewissen Situationen. Aber ich glaube, da war mehr drin. In der Three-Play generell, meinst du? Ja, ja. Da hätten wir auch ich schon bin bei Marcel zwei am Start. Tore machen. Leo ist auch da. Boah, Leo. Mein Bester, 3-2, ist noch alles offen. Ist das ein anderer kleiner Cousin von ihm oder so? Ich finde, die Jungs sind super ins Spiel reingekommen. Die ersten 3-4 Minuten haben die super gespielt. Dann hat leider unsere Nummer 17 einen Ballverlust gehabt, noch einen Ballverlust. Dadurch ist Eintracht Spandau sofort ins Spiel reingekommen. Hat eine gute Chance gehabt. Lattentreffer, dann Doppeltlattentreffer. Das löst natürlich auch in einem Spiel was aus. Auf einmal ist dein Kopf hoch, du bist wach, denkst, oh, hier geht was. Und durch diese Ballverluste haben wir leider Eintracht Spandau zu sehr ins Spiel kommen lassen. Was ich aber geil fand, ist Reichel zum Beispiel. Der hat ja diesen kleinen Fehler gehabt. Ich find's geil, dass er das eine Tor einfach sein Spiel... Also ich meine, er ist der... Ihm gehört also die sagt, die Nummer 17. Sowas darf nicht passieren, aber sowas passiert. Raus. Okay, muss die Nummer 17 hochmachen und weitermachen. Hat verkackt. Unterm Strich bin ich zufrieden. Auch im Three-Play hätten wir auch besser ausspielen können. Aber am Ende gehen wir nach einem Three-Play, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, mit dem gleichen Ergebnis von der Differenz in die zweite Halbzeit. Und das ist schon viel wert. Ich denke, ist sowieso noch alles drin. 3-2 kann man locker aufholen. Ihr seid übrigens aktuell die Mannschaft mit der besten Form. Ah, der Kleine ist anscheinend Zuschauer. Bei der zweiten Folge gewonnen, hat das bis jetzt noch keiner geschafft. Jetzt stand jetzt, meine ich, cool. Die letzten zwei Partien. Deswegen, ihr macht das schon sehr gut. Und generell bist du zufrieden mit der Entwicklung. Weil erste Spiele waren nicht so sehr stark und jetzt läuft es gut. Gell? Ja, guck mal, man kann ja im Umkehrschluss auch sagen, beispielsweise Eintracht Spandau hat sofort am Anfang performt, hat geisteskrank gut gespielt, hat jetzt die letzten zwei Spiele gestruggelt. Bei uns ist es anders. Wir haben die ersten Spiele gestruggelt und haben jetzt gut abgeliefert und als Underdog in Spielen. Verschiedene Dinge spielen da eine Rolle. Weißt, die Leute kommen aus ganz Deutschland hier angefahren. Einer hat gestern noch ein Kreisligaspiel gehabt, der andere war mit der Familie. Ist auch tagesformabhängig, ne? Marcel, ich will dich nicht Kreisliga-Legende.
Wir sehen uns später und wir gehen zurück zu Robby, weil das Spiel geht weiter und viel Erfolg, Bro. Dankeschön. Und wir gehen zurück zu uns. Welcome, welcome zurück, Freunde. Wir sind bereit, zweite Halbzeit geht gleich wieder los, Freunde. Und ja, das war eine wilde erste Halbzeit. 3:2 der Spielstand für unsere Eintracht aus Spandau. Da ging mehr. Ja, safe. Hätte aber auch weniger gehen können. Wir können jetzt auch hinten liegen wieder. Hauptsache, wir führen. Wir müssten hier aber generell Souveränität erlangen, ja, und in der zweiten Halbzeit unseren Stempel aufdrücken und die Chancen auch nutzen, die wir haben, ja. Ja, vor allem müssen wir gewinnen, damit wir den Kuchen essen können, den du mitgebracht hast. Ja, sonst haben wir uns den also auch nicht verliert. Also Verliererkuchen gibt's nicht. Oh, der Presi scheppert sich einfach mal eine Zigarre an. Wer kann, der kann, Freunde. Mal eine ganz entspannte. Einfach mal an der Sideline. Do not try und das this at home, sollte, meine Freunde. Ja, die Mannschaft auch nochmal motivieren, denn... Ey, das ist eine Ecke! Der war aus. Das ist definitiv eine Ecke! Nein, das ist eine Ecke! Ja, Leute! Safe. Ja, hat er auch gesehen. Natürlich ist es eine Ecke. Na klar! Natürlich war das eine Ecke! Ey, das war eine Ecke! Wie? Ey, das ist ja krass. Der Ball war definitiv mit vollem Umfang draußen. Vielleicht ja, regelt aber das Karma jetzt für uns die Situation. Aziz. Seitenwechsel. Aziz auf linke Seite. Sucht Luki. Und das ist auch schon ein Foul. Würde ich mal behaupten. Auch schon ein Foul von hinten ein bisschen gezogen. Ja, wenn sich zwei Menschen sehr gerne haben, dann. Was hat er dann? Eine kubanische? Passt auch zum Outfit. Ey, das ist so crazy schon wieder, Alter. Ey, er sieht aber wirklich aus, als ob er noch nie in seinem Leben eine Zigarre angefasst hat, Digga. So wahnsinnig. Wahnsinnig. Alright. Aber das, was ich meine, das ist, Mauer darf, glaube ich, nicht springen. Das ist gut. Ja, das ist schlau, wenn sie nicht springen. Ja. Ja. For real. Also. Man zündet sich auch immer eine an, wenn man eine Meisterschaft gewinnt oder irgendwas. Deshalb, er feiert schon früh. Ja. Er feiert schon früh. Zu früh? Fragezeichen. Der Prisi kann, würde ich sagen. Der Prisi kann immer feiern. Life is good. Für ihn. Ja. So, zweite Ecke haben wir bekommen, auf jeden Fall, wie ich sehe. Die Gönnergy Allstars. Nicht allzu gefährlich. Die haben auch nur Tore geschossen in diesem 3-on-3-Play, ne? Aus dem Spiel heraus kam da noch nicht viel. Sehr ist noch nicht der viel Knabe passiert. Miles als Sponsor auf dem Trikot. Ne, die Sprinkleranlage angeht, wäre lustig. Einfach so? So in der Halle, ne, wegen dem Paffen. Ach so, das wär wirklich lustig. Hat übrigens doch als Ecke gezählt, ne? Wir haben einen zweiten Punkt gekriegt. Ja, hab ich gesagt. Hast du nicht gehört? Nee. Du bist stark. 17. Minute. Und wir müssen hier definitiv meiner Meinung nach noch einen draufpacken, weil es kann ganz schnell auf der anderen Seite gehen. Wen hat er denn da gesehen? Ein bisschen lucky. Guter Pass auf jeden Fall. Nicht guter Abschluss dann am Ende, aber die Idee ist nicht schlecht. Boah, das kann auch fast kein Torwart in der Borderliga, sag ich. Schön, Sirio, schöner Doppelpass. Das ist Fußball, Freunde. Das gefällt mir. Das ist Fußball, Freunde. Das ist Sirio, sorry. Der andere war Zeisinger. Guck mal, wie wir den Ball führen. Weil wir es können. Dönmez gegen Sangar Aziz. Aber ich finde so von der Einstellung, von der Körpersprache sieht man sofort einen Unterschied zu letzter Woche. Ja. Die sind richtig heiß. Ja! Richtig, und da ist die dritte. Und da ist jetzt der Elfmeter, den wir bekommen. Und jetzt auch mal reinmachen. Die dritte Ecke, die jetzt zum Automatic 1v1 führt. Und das könnte tatsächlich auch der Stempel sein, den wir heute brauchen, um mit Handicap in die Führung zu gehen, um ein bisschen Luft zu haben. Und es ist Luki Matondo, der sich den Ball schnappt. Komm, Luki. Da wurde schon hin und her diskutiert. Das ist wie, wenn Niklas Füllkrug den Elfmeter haben will, aber Jadon Sancho ihn auch will. Hier ist es, Luki Matondo! Halala! Wohin? Einmal rechts am Tor vorbei. Das sah so gut aus, aber dann kommt die Hektik. Oh, Mann! Er kann schon mal sitzen. Das müssen wir trainieren im Training. Die 1 gegen 1 Situation, letztes Mal auch schon, aber gut kann wieder. Kann er wieder gut machen. Luki, ey! Das ist ein Rot, das ist aber glatt Rot. Definitiv weg mit dir, runter vom Platz. Runter vom Platz, und was meckerst du? Diskutiert. Hat er den Ball berührt oder nicht?
Also das war definitiv ein Torwart-Foul von Niklas Andrea Reichel. Können wir uns nochmal anschauen. Ja, die Nummer 80 ist ein bisschen zu verspielt. er berührt also, nur ihn und zeigt danach so. Also ich sag dir ehrlich, eigentlich muss der Torwart runter. Also zwei Minuten kann man das dafür schon geben. Das ist verhindern einer klaren Torschance. Definitiv. Also. Definitiv. Also. Das war schon hart. So, zwei Männer in der Mauer, die will der Torwart haben. Die Schiedsrichter. Er nimmt einfach vom Der Schiri sagt, wir legen den Ball da. Und er sagt, nein, wo links wieder. Er nimmt den Ball wieder, schiebt ihn woanders hin. Sirio! Nee, flach funktioniert nicht mehr. Das hat einmal funktioniert. Haben sie gecheckt, ne? Ja, ja. Das hat bei dem Tor funktioniert. Jetzt schwer. So. Einen Blick auch in die Reihen. Aufpassen, dass wir uns jetzt hinten nicht, dass wir nicht zu blank sind da hinten. Stark. Boah, stark. Guter Körper. Ah, das ist der Toy. 58. Der ist jetzt neu gedraftet. Guys, ich bin ein bisschen verwirrt heute. Macht aber einen guten Job bisher. Man kommt noch wieder vorne. Jetzt einmal quer. Kommt da nicht ran. Luki Matondo, get him the fuck out of here. Und das nächste Foul. Reicht doch langsam. Langsam. 3, 4, 5, 6 Fouls. Und jedes Mal gegen Luki Matondo. Wo ist die Karte? Keine gelbe, rote oder blaue Karte. Also langsam wird's frech. Langsam wird's wirklich frech. Das ist die dritte offensichtliche Aktion. Meine Güte. Langsam kann man auch mal eine Karte ziehen. Das ist so, Benny Zeisel am Punkt. Der Schiedsrichter verliert das Spiel gerade. Der hat auf jeden Fall also die Linie verliert verloren. Die Kontrolle hier gerade. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, weil er wahrscheinlich... Ey. Yes! Und da war meiner Meinung nach auch schon wieder ein Foul. Aber Luki Matondo faltet sich da durch, kämpft sich da vorbei. So, aber guck mal, also... So. Und es ist Foul. Ja, es ist Foul, meiner Meinung nach, aber... Wir nehmen das Ding. Goal, 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 Goal. Das zählt. Handicap-Führung für Eintracht Spandau jetzt. Und von Gönnergy kam in der zweiten Halbzeit bisher noch gar nichts. Nee. Sirio. Schön mal wieder in Konter rein. Jetzt quer, 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 quer. Und der Chipper. Gute Idee. Ja. War schon. Erste Ecke wieder für uns. Also wir kontrollieren hier alles. Das ist dominant bisher. Das ist wieder Eintracht Spandau-Fußball, den wir gewohnt waren. Letzte Woche, keine Ahnung, was da los war. Sirio mit dem Außenriss. Und ey, dann aber kommt er wieder doch zu spät. Wirklich langsam. Langsam ist wirklich genug. Also jetzt mal ohne Spaß. Beim Kreisliga-Fußball sagt man, wir müssen morgen alle arbeiten. Das stimmt. Wir müssen morgen alle arbeiten gehen. Boah, der schwört auf seine Mutter. Hey, aber was ist sein... Also ist er der also, schwört auf seine Mutter. Aber was sieht er denn? Also er guckt nicht das gleiche Spiel wie wir. Er guckt nicht das gleiche Spiel wie wir. Frust ist okay im Fußball, ne? Man ist frustriert, wenn es nicht läuft. Aber er hat auf seine Mutter geschworen. Ja, aber... Er muss schon die Wahrheit sagen. Ja, ne, wer schwört auf seine Mutter? Ja, 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 aber also... Einfach, ich schwöre auf meine Mutter. Das ist langsam wirklich ein bisschen viel, Mann. Das ist langsam wirklich ein bisschen viel. Der ist ein bisschen deep drinne. Der heißt Deep. Achso. D-I-E-P. Sind auf doppeldeutig unterwegs. So. Bringt das jetzt Gönnergy Allstars wieder zurück ins Game? Die Holzhacken in Zahaka. Zeisel, probiert mal was. Sucht Surgay Akpulut, findet ihn nicht. Schön. Sirio, der gefällt mir heute richtig gut, unsere Wildcard. Hat auch viel gespielt. Aus der Mitte heraus kommt Toy. Schön. Gut. Das mag ich. Das sieht richtig das gut aus. Das mag ich. Hier ist jetzt viel Bewegung drin. Toy. Und das ist wieder ein Schützer. Ey. Aber der Schiri hält jetzt seine Linie, hat die verloren, die Jungs. Und das dritte, der auf seine Mutter geschworen hat, auch zum vierten oder fünften Mal den Ball verloren. Ich hab seinen Namen nicht parat. Ich sag dir auch ehrlich. Der auf seine Mutter geschworen hat. Also ich bin der Meinung, es gibt ja dieses Fairplay-Ding, ne? Was dann in den letzten drei Minuten kommt, wo jedes Foul automatisch zwei Minuten ist. Ich glaube, das würde der Liga gut tun, wenn das eine grundsätzliche Regel wäre. Einfach generell, wenn gelb ist, dass der runtergeht. Ja, für zwei Minuten. Weil aber das gibt's ja auch. Aber es ist nicht bei jedem Foul. Ja, aber ich meine, ich finde, das sollte bei jedem so sein. Das wäre doch ass, oder? Ja, aber ich finde, taktisch faulen und so. Ja, aber ich finde, du profitierst, also bei der Linie, die der Schiedsrichter fährt, du profitierst zu krass davon, einfach reinzuhacken. Bei der, die der gerade fährt, ja. Ja, aber so ist der Fußball, Digga. Theoretisch gesehen ist das dann so. Das ist doch kein Abseits! Also das scheint so, als ob der Zehner von Präsident Knabe vielleicht gefälscht ist. Der Schiedsrichter... Die Schiedsrichter waren nicht auf unserer Seite. Super scheint Sirio. Das persönlich zu nehmen. Das, Super Sirio. Angebot. Der macht das so stark gerade. Turgay, Akburut! Goal, 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 Goal! Angriff ist der beste Angriff! Das so, richtet die Eintracht aus Spandau. So, nicht anders.
Und das war so gut gespielt, Sirio, mit dem Ballgewinn. Dann könnte man vielleicht auch sagen, abseits, aber ich wollte gerade sagen, also so das, viel, also das. So viel, wie wir die geschenkt bekommen haben. Boah, guckt euch aber unsere Jungs an. Die sind da so aggressive in den Zweikämpfen. So willst du sie sehen. Kein Durchkommen für Gönnergy. Ja. Und der nächste Ballverlust. Bock mehr, der hat gar keinen Bock mehr. Der schwört einfach. Boah, aber wieder geholt. Gut. Boah, hat er stark gemacht. Gut. Und jetzt auf der linken Seite der Zehner von den Frei, aber kein Problem. Auch mal ruhig, Leron, auch mal ein bisschen Stress rausnehmen. Habibi, bleib mal ruhig. Leron, ja, ein bisschen, so. Ja. Einfach mal locker bleiben. Mach mal einen ruhigen. Mal hinlegen. Die müssen jetzt kommen. Aber ja, Angriff ist der beste Angriff. Hast auch recht, ja. Die Jungs, die kennen das nicht mehr anders. Ne, ey, eins in den Chat, wenn der neue Toy. Also. Heißt der so? Der heißt Toy. Der ist wirklich toll. Der ist toll. Setzer toll. Das macht man ja auch beim Taken so drüber, ne? Boah, wir nehmen die ja komplett auseinander jetzt. Woppa, woppa, woppa! Sangar Aziz mit dem Little Fake Pass. Zack. Und dann nach links. Sag. Auch mal noch einen gönnen. Boah. Wir haben heute das gemacht, was Gönnergy Allstars gerne werden. Gönnen. Ah, ja, gut. Wir haben gegönnt. Ja, Knabe Miles scheint zu pushen. Knabe Miles pusht. Definitiv. Und die Gönnergy Allstars. Oh, das ist so heiß im Spiel. Wurden heute ein bisschen nass gemacht, muss man so sagen. Das ist aber stark. 3, 4, 5 Leute liegen lassen und einen linken Hammer hat der Bree auch. Aber was meckerst du? Stark. Also ist es überall. Skiri. Vorne, das hinten. Skiri ist Waskiri. Waskiri? Ja, ja. Achso, okay, okay. Waskiri. So. Stimmt, da siehst du es gerade rechts hinten. Gönnergy, die probieren es nochmal. Da ist aber kein Durchkommen bei beim Hans-Sapai-System. Zweite Halbzeit komplett dominant. Über 15 Minuten, 10 Minuten hier einfach komplett hops genommen. Richtig. Und dann, obwohl der Beister einen richtigen Haken hat mit dem linken, kein Problem für Bleron. Der kommt auf den Mann und ist kein Problem. Schön. Ist auch geil, diese Ein-Kontakt-Pässe einfach direkt anbieten auf die Seite. Da merkt man, dass Hans nochmal ein paar Maßnahmen ergriffen hat. Es ist so eng auf diesem Platz. Umso schneller der Ball läuft, umso effektiver kannst du auch dein ganzes Spiel aufbauen hier. Ja, definitiv. Das sieht richtig gut aus. Stark. Boah. Wieder Sangar Aziz. Der No-Look. So würde sie dann jetzt machen. Ja, ist schon wieder angegangen worden. Aber reicht wirklich langsam, Beister. Reicht wirklich langsam. Und da sieht man, dass Bleron auch aggressiv ist. Aber es ist der Erste sein, der meckert, wenn er angegangen wird und dann so in den Ball gehen. Also ist wirklich genug langsam. Ist wirklich genug. Zeig mal her, was haben wir da? Sirio. Digga. Yo! Digga, also bitte. Nee. Come on. Nee. Das ist ja vorsätzlich hier. Also das ist langsam wirklich frech. Das ist wirklich frech langsam. Da müssen die ihr cool keepen, die Jungs. Boah, ist das frech. Da müssen sie ihr cool keepen. Ja, wir haben alle einen Job am nächsten Tag zu machen. Ja, er ist auch runter, 2 Minuten. Da gibt's die 2 Minuten Endlich Sprache. Endlich mal, war lang überfällig. Sprache meine ich natürlich Strafe. Ja, und sie ist überfällig verdient. Und die Eintracht hat Zeit. Man könnte noch ein bisschen an der Tordifferenz arbeiten. Sangar Aziz in Unterzahl. Oh, der hat einen Haken. Will er mal probieren einfach. Ich meine, klar, wenn du 20 hinlegst, du merkst, Spiel läuft nicht, da wirst du sauer, da wirst du emotional, also, verstehe ich. 6 halt, ne? Du guckst hoch, dein Gegner hat 6. Ja, ist schon. 6 tut schon weh. So, da kann, also. Ich schwör auf meine Mutter, das tut weh. Das tut weh. Ich schwör auf meine Mutter. Der tut weh. Guck mal, links auch wieder. Also, wir laufen auch, wir machen das Spiel schön breit jetzt, gefällt mir. So. Pack den Turm ins Tor. Wäre auch mal eine Maßnahme. Ja, boah, ja, geil, ja, geil, nächster geil, Ballgewinn. Gönnergy Allstars mit so viel Ballverlust. Ja, der war aus, glaube ich. Aber es war ein Eckball trotzdem, hätte ich gesagt. Ich glaube, der war schon aus. Zählt als Eckball tatsächlich, okay. Die sind auch ganz schön aggressive unterwegs. War auch. Ja, aber der war... Boah. Okay, okay. War, ey, davor. Weißt du, es ist einfach nur... Nein, war kein Eckball eigentlich. Den hat, glaube ich, den hat der Zeisel selber rausgehauen. Guter Move. Stark! Oh, war der geil. Leon macht sich lang. Zack. Bob rettet den Ball.
Und jetzt auf der anderen Seite, Luki. Ich bin mir nicht sicher, ob der Torwart... Ja, war grenzwertig. Also, grenzwertig. Als ob der draußen war. Ich glaube, es war noch okay. Ich glaube, es war noch okay. Aber das war echt eine geile Parade. Das war wirklich krank. Digga. Da fühlst du dich danach, da fliegst du danach auch. Da bist du so... Der hat wirklich dieses, wenn der so flach auf den Boden kommt... Da schwebst du als so, Torwart danach. Das sind die geilsten Paraden, wirklich. So, zweiter Eckball hier nochmal für Gönnergy. Und da ist Turgay! Oh, Haaland! Mit dem Volley! Mit links! Goal, 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 Goal! Scheppert er den da rein! Wo hat er den denn ausgepackt? Super Flanke von Bleron, der leitet den da ein! Und dann... Das ist mal ein Strahl. Die 7 draus gemacht. 20 Sekunden vor den Galaxy Melaxy Minutes. Ja. Und die Eintracht hat heute wieder richtig Bock auf Fußball. Toi. Ja. Nee, das war, glaube ich, jetzt erstmal. Na gut, beschweren wir uns nicht. Und wieder Aziz. Also, was haben wir jetzt? Niklas André Reichel aufpassen, dass er nicht zweistellig hier vom Platz runtergeht, was Tore betrifft, in seinen Kasten. Monte macht Stream aus. Schönes Tor, hä? Was meinst du? Monte macht Stream aus. Aber ist wichtig, so ein Vorsprung jetzt, weil du weißt nie, was bei den Galaxy Minutes kommt. So, und das ist ja jetzt, also die spielen gleich zu zweit weiter. Wenn, also bei Fairplay, da haben die keine Spieler mehr, wenn es so weitergeht. Ich glaube, da hat die Regie auch so ein bisschen, also ich bin ehrlich, da saß jetzt jemand hinten, dass ich so, Geist, komm, lass mal. Ich glaube, das Spiel, das könnten Fairplay gebrauchen hier, damit sich hier keiner was bricht. Ja, also ich würde mal sagen, die Zahl auf dem Scoreboard, die spricht für sich. Ja. Wir können unser Spiel ganz entspannt runterspielen. Wir sind souverän geblieben, obwohl da zum Teil echt reingehackt wurde, ja, muss man so sagen. Und das ist ein saustarker Ballgewinn. Sangar Aziz auf der rechten Seite behält er schön drinne und dann ist der Ball bei den Allstars. Ja, 3 Minuten noch, hier kann eigentlich fast gar nichts mehr anbrennen. Eigentlich nicht. Wow. Der stolpert da durch! Aber nicht mit Bleron. Nicht mit Bleron. Bleron, der spielt heute wieder ein 1-Arsch. Aber was macht er denn da? Digga, also. Das ist ja schon. Die Minutes heißen Fairplay. Also, mir sind wenig Spieler unsympathisch, aber das ist wirklich. Dann ist alles anderes als Fairplay hier. Muss nochmal sich hinterfragen, ob das zu den Fairplay-Minutes angehen kann, die schon so heißen. Oh, geiler Mann. Sangar Aziz, super Pass von Doi. Ich schwöre auf meine Mutter. Ballverlust. So. Wuppa! Da kommt gar nichts. Da kommt gar nichts. Geh stehen für, gönn dir mal eine Packung. So, und jetzt kann man das schlau runterspielen. Ich glaube, rückblickend auf das Spiel jetzt hier, gab es wenig Spiele, wo Hans zufriedener mit den Jungs sein kann. Das ist wirklich ein Erstklasse. Das ist beste Spiel von uns bisher. Und der nächste Treffer auf Skiri darf mal ran. Einfach mal. Also das ist mit Abstand unser bestes Spiel bisher. Pop, 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 pop. Richtig schöner Fußball. So nämlich. Pop, 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 pop. Einmal pop für mich und Skiri pop für die Nummer 8. Ja, vielleicht machen wir die 10 sogar noch voll hier. Zweistellig. Gab's das schon mal? Der Präsi macht mit bei den Gesängen. Da kann er sich nicht halten. Ist halt auf dem Boden geblieben am Ende des Tages. Er ist auch ein emotionaler Mensch. Monte hat Game aus. Wo sehe ich jetzt? Ja, das ist kein guter Ballverlust. Aber unsere Jungs sind dann auch direkt wieder da. Ja, jetzt muss man auch nichts mehr anbrennen lassen. Jetzt kannst du auch ein bisschen... Die Zweikämpfe ein bisschen entspannter gestalten. Jetzt nichts mehr riskieren, Guys. Jetzt keine Verletzung mehr riskieren. 30 Sekunden. Ne? Einfach durchhalten. Und dann. Ja. Oh, aber ich glaube, Beister und Bleron haben ein bisschen was Persönliches. Hast du gerade gesehen? Der hat ihn richtig angelacht nach dem Schuss. Hat er ihn angelacht? Ja, so richtig so. Ja, weil die auch schon gut am Trash-Talken waren. Also da scheint auf jeden Fall. Aber der Spielstand regelt von selber. So ich finde, nämlich. Man muss immer Herr der Sache sein. Man darf sich nicht vom Gegner triggern lassen, sondern man muss mit dem Spiel. Warte mal, wir haben eine rote? Nein. Da ist eine rote Karte bei uns. Sind wir einer weniger? Man kann eine rote Karte einzeln. Na, wegen Fairplay, aber. Also. Ah, was doch, ist? Doch, wird so sein.
Und dann kommt das 8:3. Nochmal Riesenfreude bei den Gönnergy Allstars. Goal, goal, goal. Aber das war dann nur das 8:3. Das kann man nochmal machen. Kleiner Memes-Tropfen. Kennst du diese Memes, wo der so, mit dem Champagner und so. Ah, jawohl. Das 8:3. Geil. Geiles Game, meine Freunde. So, Diggi. So, Jungs. Diggi. Danke für den Stream. Kuss, Diggi. Ciao. So. Boah. War das ein Weltklasse-Spiel von uns. Also, da war ja sogar noch mehr drin. Ne? Wir haben 200%ige liegen lassen in der ersten Hälfte. Da kann man sich auch mal freuen. So, das Handshake ist zwischen den beiden Coaches, das ist Fair Play Sportsmanship. Normalerweise sieht man da auch einen kleinen Talk, den gab es jetzt hier nicht. So glücklich habe ich Hans noch nie gesehen. Guck dir dieses Lächeln an. Der ist einfach, das ist Erwartungshaltung bei denen. Deswegen siehst du auch nicht. Die diskutieren noch mit dem Beister, ist nicht zufrieden mit den Calls vom Ref. Ich finde es immer so interessant, wie unterschiedlich immer diese View auf die Sache ist. Ja. Jeder denkt immer, man selber ist klar, das Opfer. Du bist, natürlich, also wenn du selber spielst, du denkst immer, dass jeder Pfiff gegen dich falsch ist. Hundertprozentig, keine Frage. Und immer in Überzahl so. Aber Freunde, wir sind hier mit einem Sieger. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Bro. Einfach mit einem Sieger, das ist Türgei. Das ist nicht irgendein Sieger. Und Team Gönnergy war aktuell mit der besten Form unterwegs. Und ihr wart so ein bisschen im Loch. Wie habt ihr das geschafft, das Ganze umzulegen? Ja, wir haben uns vorgenommen, wieder wie die ersten 2-3 Spieltage einfach zu spielen. Daran haben wir angeknüpft. Das ist uns gut gelungen. Ich glaube, heute waren wir einfach wach, wir waren spritzig. Ja. Und ja, wir wollten Feuerwerk abliefern, haben wir auch abgeliefert. Ich glaube, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht, so wie man hört. Und ja, wir gehen mit dem Sieg nach Hause. Du hast ein wunderschönes Tor geschossen. Ich sag euch, Freunde, Akbulut, auf den müsst ihr ein Auge werfen. Oh ja. Was sagst du zu deiner eigenen Leistung? Say oder besser gesagt, wer ist der Man of the Match? Weil Berisha im Tor, unglaublicher Keeper, gell? Dann habt ihr noch, also Aziz zum Beispiel, er hat auch 3 Tore geschossen. Dann kommst du noch. Matondo. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, bei uns ist das Gute, dass wir übers Team kommen. Heute auf jeden Fall wieder, ja. Heraus, denn man, wir machen es gut als Team. Ich fand den Teuer auch wirklich jeder, super. Egal, ob's ich bin, ob alle, ja. Underrated. Also die 2-9. Für das erste Spiel fand ich den super. Ja, Zeiss hat auch einen guten Job gemacht. Rio auch vor allem. 2, 3, 4, 5, 2 Kämpfe gab, wo der echt stark war. Ja. Hallihallo. Achso. Mach du mal bitte. Ja, wir gehen mal ganz kurz auf. Gut, dass du diesmal angemeldet hast. Wir machen gerade hier rüber, weil der Stream nicht geklappt hat. Ja, den kannst du benutzen, ja. Den kannst du benutzen. Ja, ist geil. Endlich mal wieder, Leute. Letzte Woche kleines Loch, aber heute war wieder... Ihr seht auch, wie die Jungs geschwitzt haben da draußen. Noch neben uns Weltklasse. Ist. Das ist Selina Cerci, die Teammanagerin von Las Vegas Ladies. Wie geht's dir? So, meine Freunde, wir haben jetzt gleich noch ein weiteres Knabe-Interview. Wir sind noch ziemlich früh von diesem Spieltag dran. Können ja mal ganz kurz auf uns gehen. Gleich. Wir sprechen natürlich erstmal noch mal kurz über dieses Spiel gerade. Machen wir eine Pause hier oder machen wir Ton aus? Genau. So. Ja. Das war Was doch... Was willst du denn nun, Jona? Was ist denn da? Wir haben gewonnen. Letzte Woche war er nämlich da. Muss ich mir selber einen reinhauen. Da lief's nicht. Au, oh, hey. Was ist jetzt? Dass dir hier nicht schlecht wird. Wieso sollte er Gewinner? Ich bin Diplomat. Gewinner? Ich hab's ihm aber auch noch nicht verraten. Dass du auch Unioner bist. Er ist auch Unioner. Ich bin Sympathisant da, ja? Ich bin Fan für guten Fußball. Und den findest du bei Union? Also den findest du überall in Deutschland, aber bei Union findest du keinen schönen Fußball, sorry. Ey, ja, geil, du hast recht, ja, das stimmt. So, oh, wir müssen nochmal rüberschalten. Wir müssen nochmal rüberschalten hier. Ja, Themenwechsel, wir schalten rüber hier nochmal. Aber... Nee, das ist falsch hier. Einfach, da läuft das Spiel noch auf dem einen Feed. Schauen wir mal drauf. Gerade mit Matondo natürlich, den ich super fand. Der auch ordentlich gearbeitet hat. Erste Frage an dich. Gangart von Gönnergy, hättest du auch mal 2 Minuten geben können? Ja, ich glaube schon, wenn man das so sieht, ne? Ich glaube, wenn Boah, das keine Zeit ist. Heftig gescheppert, ne? Wann denn, ne? Ja, wenn der Keeper rauskommt und nicht dran ist. Das fand ich Wahnsinn. Wie er sich da durchsetzt, wie hat gegen den Beister, gemacht? Diese Körperlichkeit. Boah. Also, da hat er echt war ein bisschen also, raus, Matondo, in der Phase. Ja, wir haben letzte Woche verloren, haben uns selber sehr kritisiert und haben selber gesagt, wir wollen das anders machen. Wir haben es anders gespielt. Ich bin von den ersten 2 Minuten bin ich irritiert, weil wir wollten das Zentrum zumachen und meine Spieler sind aber nach außen gelaufen. Ich habe gedacht, hä? Wo war ich in der Besprechung gerade? Und da muss ich das nochmal neu ansetzen. Und dann haben wir das eigentlich ordentlich gemacht. Wir haben genau das Angst, erwartet, was Gönnergy gespielt hat, dass sie hinten Fehler machen, 1-gegen-1 spielen und uns die Räume da im langen Bereich lassen, dass wir den Ball lang spielen können und
Wir haben ja viele Szenen gehabt, wo wir 3 gegen 1 gespielt haben oder so. Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können. Hans, kann man vielleicht auch so ein bisschen von einem Präsidenteneffekt sprechen? Letzte Woche war Herr Knabe nicht da, heute ist er wieder da. Und wie er da ist, verteilt hier Fake-Geld und alles Weitere. Wie findest du das? Ja, das Ding ist ja, wenn der Präsi da war, haben wir gewonnen immer. Hat der Ordnungsdienst und aber auch nochmal 2 Augen zugedrückt, ne? Das muss ja immer kommen. Sonst wird das nicht auch. Was mache ich jetzt? Das ist einfach Trimix. Ich weiß nicht, ob das die Mannschaft dann beflügelt. Immer wenn er da ist, schießen wir 7 Tore, 8 Tore. Und ja, wahrscheinlich brauchen wir den ein bisschen. Vielleicht macht er den Spielern auch Angst und dann laufen die mehr. Was macht er denn mit dir? Mit mir gar nichts. Er gibt mir Geld. Aber auch nur Fake-Geld. Dann danke, lass dich feiern mit der Mannschaft. Bitteschön. Und wir schauen voraus. Selina, wir hatten es gerade schon, wir haben gerade ein bisschen getalkt, ne? Deine Mannschaft wird oft so als die Star-Mannschaft abgestempelt, weil ihr eben viele ehemalige Profis habt im Team. Wir machen jetzt hier mal fliegenden Wechsel. Wir kriegen wahrscheinlich gleich noch ein Interview mit Knabe ready hier auf Join. Mal schauen, wie sich damit verhält. Die sind gerade noch mit anderen beschäftigt, die nicht Knabe heißen. Die auch nicht so interessant sind dann in dem Sinne. Ne? Ach du, ich meine, vielfältig so. Du schätzt das mal nicht. Aber heute war geil. Also das war genau der Fußball, den man in der Boiler League sehen will. Also das war... Ey, wir haben echt stark gespielt. Ja, Mann. Wir haben echt stark gespielt. Es hat richtig Spaß gemacht. Das war mal wieder so ein richtig schönes, gutes Fußballspiel von unseren Jungs. Ja. Man hat es auch gesehen, Hans saß da schon so halb zufrieden. Ne? Natürlich, er sagt, ersten 2 Minuten hat mir nicht gefallen. Hat immer was auszusetzen. Ja, das macht aber einen guten Trainer aus. Genau. Ne? 8-3 gewonnen, trotzdem sucht man die Fehler. Du darfst auch nie komplett zufrieden sein. So sieht's aus. Und ich würde auch sagen, also wie gesagt, die Jungs haben echt als Team zusammen gut gespielt. Zweite Halbzeit gehörte uns komplett. Ja. Da kamen die gar nicht aus dem... Die haben nichts hinbekommen. Die hätten Timeout gebraucht, irgendwas. Ja. Aber haben sie nicht. Ich dachte wirklich so, bei dem 3 gegen 3, da wird es wieder ein bisschen, verliert er wieder ein bisschen Kontrolle. Aber umso wichtiger dann in der zweiten Halbzeit, zack, das 4., das 5. und dann ist der Sack zu. Ja. Das hätte man, glaube ich, nicht besser machen können. Es war sehr wichtig, dass wir in der Halbzeit geführt haben. Dass wir dieses 3-on-3-Ding nicht in Rückstand geraten sind. Weil dann hätten alle wieder nachgedacht. Dann hätte man vielleicht Sachen anders gemacht. Aber so sind wir in die zweite Halbzeit rein. Mega dominant reingegangen. Übelst viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen, woraus dann richtig viele Konter entstanden sind. Hinten hast du dann einen Bleron drinne, der dir den einen oder anderen auch, wo du sagst, okay, das muss ein Tor sein. Den fischt er dir noch raus. Er ist stark im Aufbauspiel. Dann haben wir auch diesen Volley-Treffer gehabt. 2, 3 richtig schöne Tore auch. Das hat richtig Spaß gemacht. Und alle mental ruhig geblieben, größtenteils, obwohl das schon zum Teil eine harte Nummer war. Da wurde schon gut zerhackt. Das Ding ist, also Fußball ist super viel Kopfsache, super viel Momentum, Emotionen. Und dann sind so ein paar Knackpunkte, so dass wir das 1-0 machen, dass wir in die Halbzeit gehen mit Führung, schnell das 4-2, so, das ist alles so wichtig. Und dann kann man halt auch richtig befreit spielen. Ne? Dann hast du keinen Druck, hast keine Angst vor Fehlpässen so, und dann läuft das. Und ich sag dir auch, wäre das jetzt ein knappes Spiel geworden, glaube ich, Berisha wäre auch Man of the Match geworden. Aber als Torwart ist natürlich, wenn dein Team 8-3 gewinnt, dann bist du immer so, ja, du hast gut gespielt, aber guck dir mal die Buden an, so, die waren ja auch wunderschön. Also... Boah, wen könnte man heute Man of the Match geben? Aziz hat auch schon echt stark gespielt. Aziz hat wieder die ersten 3 reingemacht. Aziz, der hat auch wirklich 4 Dinger gemacht. Direkt die ersten, 4 sogar? Ersten 3 Tore waren seine, alle 3. Ne? Hattrick direkt hintereinander, 4 Tore sogar. Ja, der hat halt den Grundstein gelegt, sodass das Spiel so gut läuft. Also. Ja, der Toll war auch richtig stark. Sirio war auch richtig stark. Wie gesagt, heute war es eine richtig starke Teamleistung. Ja, Mann. Eigentlich, wenn eine krasse Teamleistung ist, kann man auch schon dem Torwart gönnen. Ja, ich würde heute, ich gönne Bleron. Ich bin Torwart, ich bin dafür. Ich gönne heute, meinen Pick gebe ich an Bleron. Na gut. Ja, weil der macht Week for Week immer einen richtig guten Job, finde ich. Ja, ist safe. Immer ein Halt, hinten drinne. Aber es ist krass, wenn du überlegst, uns hat ja Richie und Klefisch haben beide gefehlt. Das waren ja eigentlich, hätte ich jetzt vor dem Spiel gesagt, das sind so die Säulen gewesen, jedem Spiel, die immer ihre Leistung abgerufen haben. Deswegen dachte ich erst so ein bisschen, könnte heute eine harte Nummer werden. Ja, aber dann unsere musst du neuen Zugänge, Team, boah. Steve, die müssen absteppen. Richtig und gut. Ich finde, Luki hat heute mal einen richtig starken Tag auch gehabt. Ja. Hat auch diesen Job, den uns normalerweise Richie gibt, dieses Einbinden von 1-2 Spielern so auf den, da hat er schon gezeigt, dass er auch stabil ist. Ja, ne? Ja. Da stand er schon stabil, hat auch seine Tore gemacht hier schön mit der Spitze und auch da beim Pressing fand ich uns heute richtig gut. Wie gesagt, viel bei deren Aufbauspiel haben wir den Ball bekommen und konnten unsere Konter
einleiten. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir schon haben. Ansonsten, wir können ja mal eine Abstimmung starten, falls Mod gerade da ist. Man of the Match. Können wir ja mal, was machen wir? Wir können, ich würde sagen, wir nehmen Aziz, darf nicht fehlen. Toy. Der Blondhaarige. Ja, Blerischa würde ich auch reinpacken. Ja. Bleron, ja. Und dann vielleicht Blerischa, einfach noch Matondo. Ich meine, du könntest alle reinpacken, theoretisch, ne? Man könnte auch Matondo. Ja, Matondo ist aber gut. Kugel hat das Tor des Spiels, würde ich sagen, mit dem Längsvolley. Ja, ja, der war auch aber gut, insgesamt ja. Fand ich die anderen Jungs heute noch ein bisschen dominanter, ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Die vier würde ich reinhauen, wenn ich könnte. Ja. Und ihr könnt entscheiden, wer es denn ist. Ja. Wo ist Max heute frei? Nee, der Presi hat gleich jetzt nochmal ein Interview, Freunde. Und dann setzen wir uns auch nochmal kurz mit ihm hin, oder? Ja. Auch warten wir gespannt. Und wir können hier unseren Kuchen fetzen gleich. Oh, geil. Den haben wir uns verdient. Darauf haben wir gewartet. Auf den, nur als Siegprämie zu haben. Ja, ja? Richtig. Gut. Warten wann kommt der denn? Ich weiß nicht, die interviewen hier jeden außer den Präsidenten. Aber das Beste kommt immer zum Schluss, ne? Das stimmt. Und wir haben ja heute noch, ne, die Baller League für euch hat ja gerade erst angefangen. Wir hatten heute zur Abwechslung mal das erste Spiel. Ne, hatten wir letzte Woche auch, ne? Aber das heißt, ihr habt theoretisch, wenn ihr Bock auf noch mehr Fußball habt, dann ist da ja noch eine Menge Luft. Der ganze Spieltag kommt jetzt noch. Ne, Freunde, aber für die Eintracht war das schon mal extrem wichtig. 3 Punkte geholt. Ja, 3 wichtige Punkte. Damit sind wir sogar, wir können ja mal ganz kurz auf die, also das neue Spielstart ist. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich kein Interview mehr, so wie es aussieht. Aber wir werden nachher auf jeden Fall noch mit Max quatschen. Wir können ja mal ganz kurz einen spontanen Blick auf die Tabelle werfen. Da guckt man gerne gerade drauf. Ja. Da guckt man gerne gerade drauf. Die ist, glaube ich, noch nicht. Ah, doch, die ist jetzt gerade aktualisiert. So, wir aktuell auf der 1. Wieder mit auf 10 Punkten. 11 Punkte sogar, stimmt. Ja. Ganz vorne sind die Punkte. 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage plus Tordifferenz von 10. Ja. Wir haben die beste Tordifferenz der ganzen Liga, ne? Mit Abstand sogar. Aber gut, heute mit 8 Toren ist natürlich auch eine Ansage. Ja, definitiv. Gönnergy Allstars haben wir auch schon wieder schon in die Krise geschickt. Mhm. Ne? Also 8, die hatten davor fast plus minus 0 Tordifferenz, sind jetzt bei -9. Das ist schon das tough. Das tut weh, ja. Das ist schon tough. Aber wichtig für uns, oh Mann, ich fand auch gerade schon wieder in dem Interview, ne, da hat man nochmal unser Trikot gesehen von Nahen. Das kann schon was, ne? Das gestrickt war, das sieht schon geil aus. Das kann schon was, ich will was, das schon haben, ehrlich. Also, Regie, ich brauche das, genauso wie diesen Trainingsanzug, den habt ihr mir schon lange versprochen, ja. For real. Ja, ist ja alles Maßanfertigung, wird ja alles per Hand noch geschneidert, von Hans selber tatsächlich. Von Hans selber? Ja, der setzt sich da gleich noch an die Maschine. Was haben wir heute? Wir können ja mal gucken, was haben wir heute noch für Begegnungen? Das sind alles die letzten. Ich glaube, oben sind die anderen. Ne? Hier ist der Spieltag. Hier, also ein schönes, knackiges 3:8. Guck mal. Las Ligas. Jetzt kommen wir nochmal runter. Ich glaube, Streets United gegen Zimbos ist Platz 2 gegen Platz 3, ne? Ja. Oh ja, das ist ein gutes Spiel. Da klauen die sich gegenseitig. Das ist ein 6-Punkte-Spiel, ne? Das ist gut für uns. Haben wir denn, gibt es hier nochmal den Feed? Nicht, dass die, also das ist, scheint. Ja, das ist der Dingens-Feed. Gucken wir mal bei Join nochmal. Keine Ahnung, guck du mal. Na gut. Du weißt doch. Ich mach die Technik hier. Kein Ding. Classic. Wo ist denn das jetzt hin? Haben wir keinen Joint-Feed? Doch. Doch, doch. War das der hier? Ja. Also scheint so, als ob wir den Presi nicht mehr so ranbekommen, ja? Ja, wir brauchen hier nochmal seelische Unterstützung von der Regie. Ach hier, 5 Nachrichten nicht gelesen. Eieiei. So, hat noch Interview bei Join. Aber wo? Hannes schreibt. Dauert noch. Ah. Gut. Was machen wir dann jetzt? Hab gleich. Infos. Na gut. Stark. Machen wir jetzt? Gucken wir uns das Spiel einfach nur an. Du meinst aber noch ein bisschen. Ja, warum Spiel nicht, an? Oder? Ja. Bisschen Fußball gucken. Hardstack Royal gegen Las Ladies Ligas. Las gucken Ligas mal, gucken Ladies. Mal im Cleanfeed, oder? Ja, Cleanfeed. Wir können auch den Kuchen schnabulieren. Ja, wir gucken jetzt einfach ein bisschen entspannten Fußball und Schnecken schnabulieren ein bisschen Kuchen. So. Schnabulieren wir den hier. Ist blöd, oder? Ja, aber da hinten sieht man uns halt nicht richtig, oder? Ja, doch, wir setzen uns jetzt schön an den Fliesentisch, genehmigen uns ein Küchlein. Kann man nicht, könnte man nicht die Kamera hier hinpacken? Boah, da komme ich technisch an meine Grenzen, so. Das wird. Aber wir schmatzen, wir schmatzen schön rein jetzt ins Essen. Ja. Haben wir Küchengabeln? Ja, ich hole uns mal ein paar Gäbelchen. Kannst du mir noch eine Spezi mitnehmen? Na, sicher. Ist doch super. Sehr geil. Guck mal, Streamdeck. An den Fliesentisch. Die Abstimmung ist durch. Was sagt die Abstimmung, Chat? Ich sehe die nicht. Hört man mich jetzt eigentlich nochmal? Hört mich nochmal? Hallo?
Aziz, 54%. Und nach Rosenstein. Aziz! Ich glaube, man hört dich auch, ja? Wen höre ich hier? Die ganze Zeit labert schon gut, oder? Ja, ich glaube, das ist okay. Ach so, Sola. Ja? Obvious. Ach so, was? Ich höre dich so labern hier, so wenn der redet. Doch, so. Es gibt doch irgendwie die Fliesentischcam. Ja, aber dann sehen wir das Spiel leider nicht. Das ist nicht so wichtig. Leute, wollt ihr das Spiel sehen oder wollt ihr uns Kuchen essen sehen? Wahrscheinlich eher das Spiel. Das sind die zwei Optionen. Spiel, ja, ja. Ist ja, ich glaube, Spiel ist besser. Beides, ja. Beides ist technisch leider noch nicht umsetzbar. Soweit ist die Technologie noch nicht. Ihr wollt nicht sehen, was wir essen, ne? Klar. Ah. Guck mal, die wollen Kuchen sehen. Ja, viele wollen Kuchen sehen, ich sag doch. Ja, aber das ist jetzt wieder was so... Was ich geholt habe hier für uns. Ja, gut, okay. Ich sag ehrlich, Max ja, wir gucken mal ganz kurz Max einfach... Max muss schon eifersüchtig sein, dass der gucken heute mal genau kurz nicht rüber da hier, ist. Ja. Eckbank hier, guck mal, was wir hier gezaubert haben. Kuchen besser. Ja, alles sind... Ja, gut, scheiße, aus dem Fußball, wir gucken Kuchen. Ja, gut, dann machen wir halt Kuchen. Können ein bisschen nochmal über das Spiel quatschen. Ja, wir können auch ein bisschen über den Kuchen quatschen erstmal. Was hast du denn hier schön? Ich hab, bewerte du. Oh. Ich hab genau ein Mix geholt aus 4 Stück. Sieht man das, Chat? Nee, gar nicht. Doch jetzt, ja? Ein Käsekuchen. Oh, mächtig. Ein Streuselkuchen. Mhm. Ein Apfelstrudelstreusel. Oh. Apfelstreuselstrudel. Auch gefährlich. Und einen Bienenstich. Ich glaube, ich sehe mich bei dem Bienenstich. Ach so. Ja, toll. Fürs Feeling, dachte ich. Fürs Feeling. Bisschen Background-Sound. Willst du dich auch dazu setzen, ein Stück Kuchen? Könnten wir nicht die Cam unten rechts haben und das Spiel zeigen? Das geht nicht, wa? Ich bin sicher, aber es dauert jetzt. Es dauert? Ja. Es gefühlt einfach nur eine Kamera auswählen, oder? Aber ja, gut, unterschätzt das mal nicht. Ich bin Streamer, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Games leise, wenn ja, so ganz leise im Hintergrund so. So ist gut, wa? Wenn man so auf Game Sound. Ja, wir machen einfach nur so Tor. Tor. Es steht 0-0. Also, du siehst dich beim Bienenstich, hast du gesagt. Komplett, ja. Dann hau mal rein, Alter. Dann schnapp dir den boah, mal rüber. Mächtig. Ich will einen Döner von dir. Der Sound aus dem Spiel war trotzdem cool. Ja, jetzt hat man sozusagen, wie wir den snacken, hat man so Background-Sound darauf. Ey, ich nehme den Streuselkuchen. Darf der ich? Kann auch weißt du, ich hab selber gekauft. Darf ich? So. Na dann. So nämlich. Auf den Sieg, meine Freunde. GGs. Haut nicht mehr da. Ja, wir machen jetzt mal extra. Schauen wir auch extra. Na, so leise noch, so ein bisschen, weißt du? So ein bisschen. Also, so hier. Ich habe aus Versehen Apfelstreusel genommen. Ich bereue selber. Scheiße. Der nur Streusel ist doch der Grüße. Kennst du Fanta-Kuchen? Fanta. Fanta-Kuchen? Fanta. Ja? Getränk-Fanta. Mhm. Was ist das für eine Scheiße? Ja, geil. Ja? Mhm. So eine Scheiße. Unterschätzt das mal nicht. Cola-Kuchen? Bestimmt wie Bananenkuchen, klingt auch scheiße. Bananenbrot. Bananenbrot klingt geil. Das ergibt Sinn. Ja, aber das ergibt nur Sinn, weil du weißt, dass es geil schmeckt. Nein, es ergibt Sinn, weil es aus einer Banane ist, nicht so Fanta. Aber jetzt erzähl mal jemand, der Bananenbrot nicht kennt. Erzähl mal einem Amerikaner, hast Bock auf ein Bananenbrot? Die haben Bananenbrot. Niemals. Banana Bread. Okay, erzähl einem Franzosen Bananenbrot. Brot de Banane. Oh, hättest du das jetzt auf das wäre krass gewesen, wenn du das jetzt auf Französisch geschafft hättest. Brot de Banane. Das war Spanisch. Spanisch kommt das schon. Brot de Banane. De Banane. Oh, 1-0. Boah. Wow. Der Tor hat schon krass geflogen. Na. Pan las Bananas. Chat, kennt ihr Fanta-Kuchen? Knab-Interview? Stevi. Fanta-Kuchen, was ist mit euch? Denn? Ihr habt mich so verarscht seid wieder. Ihr seid ja alle so verwirrt. Ihr habt mich einfach verarscht. Ihr seid so frech, es ist so frech. Mach wirklich. Wenigstens Join auf, damit wir... Ja, ist jetzt auf, ne? ist jetzt auf. Ah. Ihr habt ihn so rasiert, ja. Fanta-Kuchen beste, guck mal. Warum macht ihr mit ihm so? Ich bin immer der Dicke, der einfach sich straight up nicht bewegt. Ich kann ihn verarscht werden. So. Du bist ne hektisch. No. Ja, Fanta macht so luftig im Kuchen. Das ist wie, in Eierkuchen ein bisschen Sprudelwasser rein. Oder so Bier oder so. In so Teig. Kommt gefährlich. Kommt sehr gefährlich. Fanta-Kuchen besser kommt als das Getränk. Im Sinne von man stirbt. Ja.
Spezi-Kuchen wäre auch ganz frech. Das sind alles so ungeil. Aber das kriegen wir auch was. Hosenstoff. Nee. Nochmal fall ich nicht drauf rein, ne? Bierkuchen. Spezi-Donuts. Was ist mit euch? Red Bull-Kuchen. So, wirklich. So klingt Fanta-Kuchen auch, for real. Red Bull-Kuchen, Digga. Das klingt widerlich. Das klingt dann widerlich. Da ist die Grenze. Mhm. Knabe-Malzkuchen. Das klingt wieder ungefährlich. Das klingt ziemlich geil. Das klingt ziemlich lecker. Das würde ich mir jeden Tag gönnen. Das klingt nach Quatsch-Energy-Kuchen. Klingt nach 8 Toren. Aber du hast schon früher Benjamin Blümchen-Torte gehabt. Oh ja. Okay, gut. Das ist auch so, ich glaube, das hat krass. Ist einfach jeder Mensch in seinem Leben hat früher Benjamin Blümchen-Torte gegeben. Das ist heute auch krass. Ja. Hast du mal dieses Marzipanstück gegessen oder nicht? Boah. Ich habe das nie gefühlt. Nee. Ich hätte gerne den Cheesecake. Ist der noch frei? Theoretisch, komm mal abholen. Der ist noch frei. Okay. Gerade ist er noch nicht weg. Oh. Marzipan schätzt man erst mit dem Alter. Boah, weiß ich nicht. Kommt bei mir, glaube ich, nicht. Nee. Marzipan-Kartoffeln habe ich früher gefrüht. Früher. Marzipan-Kartoffeln? Hm? What the fuck is this? Einfach. Ich. Hä? Das klingt es. Kartoffeln aus dem Marzipan. Das ist einfach so Kugeln aus Marzipan quasi. So wie so Marzipan Mozartkugeln. Nee, das ist wirklich nur Marzipan. In Kugelform. Da ist doch ein Kuchen, ja? Max ist weg. Max ist. Ihr könnt jetzt den Stream 4 Stunden lang machen, wenn ihr Bock habt. Max ist weg, oder was? Also den Knabe hat noch ein paar Termine. Ah. Vielleicht oder haben wir es verpasst? Wir haben praktisch. Diplomatisch formuliert, aber. Kann man zurückzoomen, zurückspulen bei Join? Aber im nächsten. Wir können jetzt auch 4 Stunden Kuchen essen, einfach. Ich kann jetzt einfach Kuchen essen. Wollen wir Dings starten? Elden Ring oder so? Bisschen Solo-Queue? Bisschen irgendwas reingehen? Bisschen League-Coaching? Bisschen League. Oh ja? Willst du mich mal auf eine Lane schicken? Bitte nicht. Ich hab keine Ahnung, Digga. League fließt alles nice auf League. Machst du mich zum Jungler? Mhm. Ich hab eine dicke Weste, ne? Ich könnte diese Beleidigung aller ertragen. Ja, dann wärst du ein guter Jungler, glaube ich. Ja. Glaub auch. Oh Mann. Krasse Villain-Story, wenn man nie in seiner Kindheit Benjamin Blümchen-Torte hatte, ja. Das ist wirklich eine Villain-Story. Das ist krass. Das wird ein Bösewicht. Tut mir auch leid, bisschen. Safe. Das ist ja auch Charakterentwicklung. Aber Benjamin vielleicht diese Schwarzwälder Kirschtorte. Boah. Ist das Schwarzwälder? Das war so ein Reichenkuchen. Reichenkuchen? Ja. Der ist doch sackteuer, oder? Ist das so? Ich weiß nicht. Ich hab das immer nur im Kopf, wie das Max Bro sagt. Naja, du musst die Kirschen aus dem Schwarzwald importieren und dann. Und der Wald ist halt schwarz, ist übel schwer zu finden. Mega, ja. Mhm. Versuch mal Kirschen im Wald zu finden. Ja. Wie soll das gehen? Tough. Guck mal hier, Fanta-Kuchen mit Mandarine-Schmand. Da läuft hier schon ein bisschen Wasser zusammen, oder? Das klingt überekelhaft. Das klingt gar nicht nice. Ich bin eh nicht so der so Früchte-Dude bei so Kuchen-Stuff und so. Nee. Oh, 2-0 für Las Ligas Ladies. Okay. Die sind aber auch lass. Ist das Luis Gustavo, der da spielt? Verdammte Scheiße. Wie kommt ihr auf Fanta-Kuchen? Ist das wirklich von Fanta? Du machst da Fanta rein. Du machst da Fanta rein. Mhm. Fanta. Ja, das Getränk. Ja. Und der schmeckt auch ein bisschen danach. Naja, du machst ja in Kuchen normalerweise ein Kilo Zucker rein. Ja. Fanta ist ja Zucker mit bisschen Orangengeschmack. Okay. Ich hab letztens Rezept auf TikTok bekommen, auf Instagram von Steffen Hensler. Der hat auch Karotten in Fanta geschwenkt. Und der meint, das ist krass. Wer war das? Steffen Hensler. Macher, ja? Ja, weiß ich nicht. So. Stell ich mir auch nicht so geil vor. Locker Kohlensäure lockert den Teig auf. Ihr wisst wieder mehr als wir. Okay, die Minutes starten schon. Ist krass, wie schnell dann immer die Spiele vorbeigehen. Mhm. Ne? Ja, uns das hat gefühlt übel lange gedauert. Weißt du, was hier fehlt in dem Raum? Und das hätten wir jetzt for real machen können. Kartenspiel.
Dart. Boah. Das hätten wir jetzt. Ich hätte wirklich mal ja. eine mitgenommen. Wir hätten jetzt hier eine richtige. Ich stelle mir richtig vor, wie er auch so eine Kamera dann in die Richtung hat. Das könnte man hier Kamera, geil machen, das kann ja. man easy hier reinmachen. Boah. Und dann braucht Max auch gar nicht mehr zu kommen. Das gebe ich als Feedback weiter. Ja. Machen wir mal 24 Stunden Dart-Stream. Definitiv. Es gibt so einen Streamer, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Dart spielen. Aber ganzen Tag wirklich? Ja, so 12 Stunden oder so. Wirklich? Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, wer. Der macht immer so Challenge. Der hat so eine Challenge gemacht, irgendwie genau. Double Finish von 1 bis 180 alles. Oder bis 160 oder was ist es? Mit zwei Pfeilen oder was? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er irgendwie so alle Checkouts, die gehen. Ah, 24 Stunden Stream, Open End quasi. Bis er alle Checkouts geschafft hat. Also von 0 bis, von 2 bis durch. Ja, war geplant, schwierig wegen Befestigung an der Wand. Ich habe zu Hause einfach so einen Ständer, ja, ich den du dir einfach hinstellen kannst. Ist nicht ganz so geil wie an der Wand, weil das ein bisschen, also der Ständer ist halt nicht ganz so krass stabil, aber ist halt besser als gar kein Dart. Also hier sich so einen Ständer hinzufetzen, würde, glaube ich, gut funktionieren. Würde klappen, glaube ja. ich auch dorthin. Aber das Ding ist halt, ich glaube, Max kann nicht so gut spielen. Uff, das hast du jetzt gesagt. Aber das hat er mir selber gesagt. Ja, aber das ist ja, deswegen holst du dir eine Dartscheibe. Ja, genau, sag ich, deswegen wäre es, aber so ein Ständer ist dann gefährlich, dass er vorbeiwirft. Ständer sind grundsätzlich sehr gefährlich. Also zum Vorbeiwerfen. Nee, da hast du ja diesen Ring drumrum. Der ist auch bei dem Ständer mit dabei. Ja, ja. Der Ring um den Ring, ja. Um die Scheibe. Achso, genau. Okay. Ständer, hey. Würde ich finden, dann würde ich auch jeden Tag hier sein, glaube ich. Also, er könnte da Elden Ring spielen, wir werfen einfach ein paar Pfeile im Hintergrund. Ich wäre auch am Start dafür, hierher zu kommen. Ich glaube, das hätte auch eine nice Dynamik. Weißt du, wenn dann so Felix Lobrecht oder so kommt, dann sagst du, Tamam. Ohne Dart? Spiel Dart. Das ist nicht so jung. Ja. Man hört so noch mit Mikrofon so. Ja. Pop, pop, pop. Aber du brauchst auch so ein Mikrofon an der Scheibe, damit dieses richtig laut ist. So wie beim Fußball ist ja auch so ein Mikrofon am Ball. Ja. Ja. Und sonst Endring so? Ist durch, ja. Endring ist durch. Monte Clips? Ach, Geist, ich meine, wenn du 3-8 aus dem Maul kriegst, klar bist du dann sauer auf dein Team. Ist doch verständlich. Ich hätte gerne noch irgendwie die Spieler gehabt, noch kurz. Mhm. Mit denen noch mal ganz kurz quatschen. Ja, aber ich glaube, nach dem Spiel hat Knabe auch Besseres zu tun, ne? Vertragsgespräche mit diversen Sponsoren. Genau schauen, dass der die Jungs. League Coaching für Splash, please. Ey, ich bin wirklich ein kompletter Noob. Weißt du, was wir machen müssen zusammen? World of Warcraft starten. Oh, da wärst du dabei bei Classic. Ah, Classic ist nicht so meins, muss ich sagen. Warum? Ich bin so ein Retail-Mäuschen. Aber Retail ist ab wann? Na, die neuen Sachen. Die ganz neuen? Ja, ich bin so casual nur noch. Ich mag das so, dass alles. Das mag ich, dass alles schnell geht und einfach ist. Kein Bock, so 3 Stunden auf irgendeinen Hogger reinzukloppen. Das stimmt, ja. Das stimmt eigentlich. Das war, aber Classic hat man halt damit angefangen. Ja, ich halt nicht. Ich habe Burning Crusade angefangen. Ja, aber okay. Ist das nicht wie Classic? Oder wurde Burning Crusade schon leichter gemacht? Ich bin auch bei Burning Crusade rein. Das ist das zweite gewesen. Ja, ja. Ja. Da ging es bis Level 70 oder so, ne? Ja. Ja. War schon live. Das war doch das. Burning Crusade kam doch dann. Kam da die Nachtelfen? Ja, ja. Genau, die mit dem Irokesen. Ja. Kennst du die Werbung noch? Ja, ich glaube schon. Nach der Irokese, Alter. Safe. Die Werbung von World of Warcraft war ungoded. Knabe rein jetzt. Nein, ich stehe nicht auf. Wir haben Joint offen. Nein, er lügt. Du bist so ein Hund, wirklich. Die Blutelfen, Blutelfen kamen da, Blutelfen. Ja, die auch. Die kamen da auch, nicht Nachtelfen. Ich meine Blutelfen. Knabe kommt jetzt gleich Presi Join. Also wir haben Join offen, vielleicht in der Halbzeit, ja. Nein, der kommt nicht mehr. Wir haben den verpasst, der kam direkt danach. Ja, also Knabe kommt auch zweimal manchmal. Wurde gerade angekündigt. Achso. Die lügen doch schon wieder, oder? Nee, man muss denen auch mal vertrauen. Guck mal, wenn das so viele schreiben. Vor allem, wir haben es aber auch nicht gesehen, ne? Ja. Wenn das so viele schreiben, als ob das was bedeutet. Das ist doch deren Job. Ah, hast auch wieder recht. Zusammen zu trollen. Ja, hast auch wieder recht. Die halten da auch immer crazy zusammen. Ich habe hier auf jeden Fall mein rotes Telefon. Hier wird alles geupdatet. Mein Handy liegt noch da vorne. Wir können zur Baller League raiden danach, schreibt hier. Aber wir warten mal noch, vielleicht kommt in der Halbzeit ja ein Interview. Wissen wir nicht. Können wir raiden? Zur Baller League. Ah. Aber vielleicht kommt ja noch was hier. Wissen wir nicht. Wie spät haben wir es jetzt? 20 Uhr gleich. 20 Uhr. Las Ligas Ladies führen 2-0 zur Halbzeit hier. Letzte Woche extrem performt, auch heute. Gar nicht mal so, jetzt ist Halbzeit. Noch nicht getroffen hat. Ja, noch nicht getroffen. Oh, da haben wir Hans. Hans ist am Mic. Das können wir uns doch geben. Oder? Ja, ich glaube, der kommentiert gerade mit, oder? Ach so, ist der da? Können ja mal rüberwechseln wieder. Den Überblick zu bewahren, wenn der Ball unerwartet Das ist dann schon klasse. Er hat natürlich was soll man jetzt hier? Können, macht er nicht. Und daher an euch die Frage, Chat, achso, ich habe das falsche. Warte mal. Du hast den falschen Stream ausgewählt, oder? Ja. Baller League, der MVP sozusagen.
Ja, jetzt haben wir die Werbung gerade, auch schön. Internet, Mobilfunk oder TV in der Vodafone Giga Kombi. Je mehr du von uns hast, desto mehr Vorteile gibt's. Mhm. Sternebewertung von euch und Sternepreise von uns. Dürfen wir das? Starte jetzt. Nö, die haben ja nicht gezahlt, ne? Amazon. Die haben ja nicht gezahlt. Die neue Serie. So. Okay. Na, Juti. Habt ihr uns wieder getrollt hier, oder was? Sind wir wieder nach vorne gekommen für nichts? Ja, wir gucken mal. Die Hoffnung auf den Präsidenten ist noch da. Ah. Rotatos läuft auf Join. Kickers im Kreisliga-Fieber. Wir sind auf Join. Geht doch, kommt doch jetzt nochmal, ne? Da kommt noch was. Okay. Jetzt hat der Chat doch wieder recht gehabt. Das ist auch eine Kunst. Man muss immer rausfiltern, die kleinen Lügenbolde. Ja. Und wer aber die Konstant ist. Ja. Wir verpassen hier gar nichts. Werbung auf Join. Werbung. Immer noch Werbung. Oder wir sind auf dem falschen Ding. Nee. Nee. Das glaube ich nicht. Nee? Nee. Mitarbeiter des Monats von Sascha und Nico? Ergebnis. Mächtiges 8-3 haben wir rausgeholt. Mächtiges. Knossi hat gerade den Ort des Finals geleakt. Ist unsympathisch der neue Joko? Vielleicht. So wie dieses Video gerade aussieht, das kommt, gibt mir richtige Joko-Vibes. Gucken wir jetzt doch Werbung, oder was? Werbung Ende. So. Wo ist Knabe? Wir wollen Knabe sehen. Oh, wir haben nochmal per Kilometer hier gemacht. Das sind die Zimbos. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Eintracht Spandau gewinnt mit 8-3 gegen die Allstars. Präsident Knabe, war das heute wieder das Eintracht Spandau, das Sie sehen wollten? Ja, erstmal schönen guten Tag. Auf ein gutes Interview. Ja, also wir haben heute, ja, wir haben in den letzten Wochen ein paar Erkenntnisse gezogen. Das Zehner und die Zahl, das lässt du dir alle über einstimmen. Wir haben uns nach einem gewissen anderen Manager zu richten. Direkt natürlich zur Primetime gestartet, wie andere es jede Woche tun. Oder hier mal ein bisschen hinter den Kulissen, ein bisschen mich involviert. Und siehe da, Haus hoch gewonnen. Wir haben Sie heute auch schon mit einem Geldkoffer hier durch die Gegend laufen sehen. Was hatte das zu bedeuten? Das ist kein Geldkoffer. Da sind meine Akten drin, da sind die Pläne für den Sieg vom Hans und vom... Das sind wirklich riesige Pläne. Die Team, das hat nichts mit Geld zu tun. Alles klar, sonst sind Sie generell zufrieden mit der Leistung der Schiedsrichter, mit der Leistung Ihres Teams? Sagt nicht irgendjemand... Ja, ich glaube, man hätte mehr als 2 Minuten geben können, aber meinetwegen auch mal 3. Aber da muss ich nochmal mit den Schiedsrichtern reden im Nachgang. Vielleicht trifft man nicht noch, da oben gibt es ein paar... Hintertürchen, da kann man sich, da haben Sie ja auch, entspann dich mal, Rudi, da haben Sie auch Ihre Räumlichkeiten, Sie wissen ja auch, da gibt es auch für die Schiedsrichter einen Empfangsraum, wo man auch mal vorbeikommen kann als Teammanager, um sich vorzustellen und sich zu empfehlen. Und da werde ich fordern auch nochmal dem Team hinter dem Team Anweisungen geben, vielleicht schon mit den ein oder anderen Mitteln da sich mehr blicken zu lassen, ja. Die Sache mit der freundlichen Interviewbegrüßung, ist Ihnen klar, dass dieses Bildmaterial nicht in die falschen Hände geraten darf? Ja. Vielen Dank, Präsident Knabe. Dankeschön. Das war gerade eine Anfrage nach noch einem Zini. So, wir sind in der zweiten Hälfte zwischen Las Ligas. Aber alles gesagt, was gesagt werden muss, Leute, ne? Was ihr gerade nicht sehen könntet, Hans Sapay sitzt neben mir. Sein Wort in Gottes Ohr. Hat sich kaputt gelacht, als er gerade das Interview hatte. Aber von Präsident Knabe. Da war natürlich kein Geld drin. Ach, die haben sogar einen anderen Kommentator bei Join, ne? Ja, klar. Geht ja nicht beide. Mach ja alles selber. Erzähl mal ein bisschen von ihm. Wie ist er privat? Wie ist er in der Kabine? Ja, eigentlich ganz ruhig. Immer wenn er irgendwie die Presse sieht, dann flippt er aus. Deswegen, aber für uns ist das ganz gut. Ich glaube, da zieht er immer so diesen Druck von den Spielern weg. Ja. Und dann können die Jungs sich auf sich selber vorbereiten. Deswegen, das ist der Torwart übrigens, ne? Tor. Boah. Riesenmöglichkeit hier. Harztag geht auch neue Technik rein, ne? Wenn er immer dabei ist an den Spieltagen, weil dann haben die Jungs nicht so viel Druck. Dann ist der ganze Druck auf Präsident Knabe. Das kann wirklich sein, ja. Fokus auf sich zieht hier bei dieser Baller League. Vielleicht und der kann so das sehr auch. Wie kein der kann das auch. Der kann mit diesem Druck umgehen. Ich glaube, das können auch die wenigsten mit diesem Druck umgehen. Mhm. Das stimmt. Damit ist der Präsident groß geworden mit Druck. Ja, weil in Druck entstehen auch Diamanten. So. Na? Ja. So, meine Freunde. Falls ihr noch Bock habt, weiter die Baller League zu verfolgen, heute sind ja noch eine Menge mächtige Matches. Nächstes Match ist dann auch ein sehr wichtiges für uns. Da spielt der Zweite gegen den dritten Platz. Ja. Unentschieden bedeutet, glaube ich, wir bleiben Erster sogar. Ja, Stand jetzt schon, aber es sind noch viele im Game. Ich glaube, diese Las Ligas Ladies, guck mal, da spielt auch Ekije.
Das ist ein Ex-Werder Bremen-Profi. Bei den Las Ligas Ladies sind wirklich einige Pros am Start. Nur Hochkaräter. Man muss alles nochmal einzeln betrachten. Es wird jede Woche ein Hustle. Aber ganz wichtig für uns, für mich und Sola, immer noch kein L, seitdem wir die Casts hier zusammen machen. Nämlich. So nämlich und nicht anders. Ja, boah. Das wird auch schon wieder wild, das Spiel. Also, Guys, wie gesagt, falls ihr Bock habt, Border League noch weiter zu verfolgen, noch 4-5 Stunden weiter Action auf dem offiziellen Channel. Wir raiden euch einmal rüber. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitfeiern und ja, wir beide sind dann nächste Woche wieder am Start, wenn wir uns den nächsten W holen, würde ich sagen. Amen. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie man hier rüber raidet, ist die Frage. Wo drücke ich denn jetzt hier? Wo drücke ich denn jetzt rauf? Was passiert, wenn ich jetzt hier drücke? Das war's nicht. Das war's definitiv nicht. Dann, gut. Dann auf Wiedersehen. Geht ihr mal rüber selber. Raidet ihr mal. Macht auch mal was für euer Geld. Wie mache ich denn das jetzt? Du kannst auch raiden, als ob du noch nie geraidet bist. Ja, aber bin ich hier eingeloggt, ist die Frage. Ah, guck mal, ich drücke jetzt hier. Okay. Sorry. Da jetzt am besten kein P suchen oder so. Ja, ja, besser nicht, besser nicht. Halte durch. Was ist denn das jetzt? So, wir haben es gleich. Ja. 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 Doch. Definitiv. So. Ja. Wir haben volle Kontrolle. Wir haben volle Kontrolle. So. Was ist das? Wir können auch von draußen rüber. Ihr könnt auch von draußen. Nee, ich mach das selber hier. Aber ich jetzt will Sola auch durchziehen selber. Ist einfach nur Baller League, oder? Ja. Okay. Baller League. 3, 2, 1. Abfahrt.